Aber das kann doch nicht sein. Wir machen im Training nichts anderes, als dass er uns gebratene Würstchen zuwirft, die wir dann fangen müssen. Das ist doch kein Torwarttraining. Das sind doch Methoden wie in den 70ern. Sie müssen da was tun. Herr Jahrstein, Sie sind suspendiert. Rot und Weiß tragen wir auf der Brust. Am Geißbockheim leben wir mit Freude und Frust. Denn am Mailand oder Krasnodar, auch in Aue sind wir immer da. Im Ostseestadion, in Kopenhagen klingt es Telefon. Denn wir sind trotzdem hier. Hamburg und Hattingen rufen zum 181. Mal Müngersdorf. Hamburg und Hattingen rufen Europa. Das ist der letzte Podcast, bevor unser erstes Pflichtspiel in der UEFA, UCL Europa Conference League Dingsbums ansteht und wir uns gegen Feherwa hoffentlich bereits schon im Hinspiel eine ganz gute Grundlage schaffen werden, um dann im Rückspiel ganz unbesorgt nach Ungarn reisen zu können. Ja, aber es gab auch noch ein Spiel gegen einen sympathischen Choreografieverein aus dem Osten der Republik. Und es gibt noch eine Vorschau auf das Spiel gegen Frankfurt. Also ein volles Programm heute. Da wird uns, glaube ich, nicht langweilig. Und wir sollten mal gucken, dass wir schnell zum Eingemachten kommen. So, wie immer dabei, frisch genesen von der neudeutschen Pest, ist der Marco. Hallo Marco, grüß dich. Hallihallo, ja, pünktlich zum Europa League, willkommen zurück, bin ich dann auch wieder fit und, also fit war ich sowieso die ganze Zeit, aber dann auch Corona-negativ. Sehr gut, herzlichen Glückwunsch dazu. Also Timing kannst du, das steht schon mal fest. Ja, das war tatsächlich schon am Freitag ein Schock. Ja, glaube ich. Haben leider es ja dann unser Hörertreffen, unser mini-mini-exklusives Hörertreffen verpasst. War cool, ich soll dich auch ganz lieb grüßen von den beiden. Auch an dieser Stelle Grüße an beide. Ihr wisst ja, wer da war, muss ich jetzt ja nicht namentlich nennen, weil weiß ich nicht, ob das erwünscht ist. Aber die lassen dich auch beide grüßen. Ja, danke auch. Ich war sehr traurig, dass ich es geschafft habe. Ja, glaube ich wohl. Beim nächsten Mal dann. Und wir sind ja auch beide am Donnerstag im Stadion gegen Feherwa. Genau, so sieht's aus. Genau. Und ja, ob unser Gast da ist oder nicht, kann er uns ja dann selber erzählen. Ich glaube, ihr kennt ihn alle. Wenn ihr irgendwo lest, FC International, kommt euch sofort sein Name in den Sinn. Bei uns ist der Sänger und Chartstürmer Mo Torres. Hi Mo, grüß dich. Tag zusammen, hi. Hi. Sehr cool, dass du da bist. Vielen Dank. Ja, danke für die Einladung. Immer, immer gerne. Und du bist uns ja auch deshalb so gerne Gast, weil du hast ja richtig Ahnung vom ersten FC Köln und kannst mit uns bestimmt das Spiel gegen Leipzig extrem kompetent nachbesprechen. Ich hoffe, in Teilen auf jeden Fall, ja. Ja, also ich fange mal an. Mein allererster Eindruck, alles an diesem Verein, und ich benutze Verein hier im weitesten Sinne aller möglichen Worte, es ist einfach so lächerlich. Diese Choreo, ne? Mein Messestadtverein soll es für immer Pokalsieger sein. Da hat aber die Merchandise-Abteilung von Red Bull ganze Arbeit geleistet. Ja. Habt ihr die gesehen, diese Choreo? Ja, ja, ne? Ja. Vor allem, ich musste tatsächlich erstmal, also ich habe das, also es war ja tatsächlich, dieses Männchen war ja tatsächlich nicht so 100% gut zu erkennen. Und danach herauszufinden, dass das Wappen, also das Werbeding der Messe war, Leipzig oder ist. Ja, das, ja, jedem das Seine. Leipzig macht das, was sie können, und das ist halt nicht so sonderlich viel. Ja, leider können sie ganz gut Fußball spielen, aber da kommen wir dann gleich drauf. Messestadtverein. Ich habe noch nie gehört, dass irgendjemand Leipzig als die Messestadt bezeichnet. Ich freue mich schon auf Hannovers Choreografie, wenn es heißt, ja. mein Expo-Stadtverein soll es immer irgendwas sein. Absolut. Projekt 2000 oder sowas. Mhm.
Ja, Hannover wird übrigens mega gut, morgen mal zu abonnieren auf Twitter und Co., weil morgen ist diese Verhandlung von Martin Kind gegen den, na, gegen den Aufsichtsrat da. Also morgen wird sehr, sehr spannend für diesen Fall. Ja. Ja. Naja, gut. Aber wir gehen mal in das Sportliche rein. Ich sag noch einen Satz zum Thema hässlich. Dieses Graffiti an den Banden, ne? Diese rennenden Bullen, wo die Spieler mit den Bullen da rennen. Ach, ja. Ich werde da jedes Mal neu getriggert von. Ja, also macht mich, also tatsächlich, das ist ein Gesamtkonstrukt im wahrsten Sinne des Wortes. Ich werde jedes Mal an so richtig hässliche LKWs erinnert, die sich da mit so einem Graffiti vollsprühen. Ich glaube, ich mache es mittlerweile wie bei so vielen Dingen irgendwie, die, es ist so, ich finde, das sind so Sachen, die rauben einem in dem Fall vielleicht keine Energie, aber so ein bisschen den Spaß. Ne? Und ich habe so irgendwie für mich mir so ganz krass vorgenommen, sowas alles einfach wegzuignorieren und sowas gar nicht zu beachten. Also das Banner habe ich auch gesehen, aber dann habe ich völlig auf was anderes konzentriert und geguckt, okay, lass mal hier irgendwie Fußball gucken, weil es, wenn ich mich jetzt auch noch aufrege, ist ja auch keinem geholfen. So wird das Spiel auch nicht besser von oder geschweige denn meine Laune. Aber ich kann verstehen, wenn man sich da auch gut reinsteigern kann, auf jeden Fall. Ja, ich habe meinen Sender noch nicht gefunden. Ich arbeite noch dran, dass ich da deine Haltung entwickeln kann, aber dauert noch ein bisschen. Aber das Schlimme ist, die gehen ja nicht mehr weg. Ne? Also wir werden noch viele Jahre Zeit haben, uns daran zu gewöhnen. Die werden definitiv nicht so schnell weggehen. Das kann man so sagen, ja. Ist ja auch absurd, wenn du siehst, was die einfach da an Kohle in ihren Kader reinstecken können. Ne? Dann holen sie mal Timo Werner für 20 Millionen zurück, haben sich David Raum gegönnt und so. Das ist schon absurd. Aber, und jetzt mache ich den Dreh zum Sportlichen, gegen so eine Millionentruppe hat sich der FC ja dann doch äußerst wacker geschlagen. Ich vermute mal, dass wir, weiß ich gar nicht, wahrscheinlich irgendwie so ein Fünfzigstel von dem ausgegeben haben, was die ausgegeben haben werden. Hat man auf dem Platz jetzt nicht zwingend gesehen, oder? Also die Summe vielleicht jetzt nicht, aber dass Leipzig definitiv eine Wahnsinnsqualität hat, das sieht man schon. Also ich meine, dass da so viel Kohle drin jetzt steckt, vielleicht nicht, aber puh, dass die Fußball spielen können, das ist, glaube ich, schon klar erkennbar. Ja, also darüber müssen wir, glaube ich, nicht streiten. Also so ein Typ wie ein Nkunku ist für mich, also was der da noch zu suchen hat, ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel. Jetzt mit Timo Werner auch keinen so schlechten irgendwie zurückgeholt, der, glaube ich, in der Bundesliga dann vielleicht doch nochmal einen Ticken besser aufgehoben ist als in der Premier League. Ich glaube, das hat ihm irgendwie nicht so gelegen, war jetzt so mein Gefühl auf jeden Fall. Also ist sowas da zu haben und ja gut, auch einen David Raum auf Linksverteidiger zu verpflichten, kann man jetzt auch mal machen. Also grundlegend, ne? Und all die ganzen, weiß ich nicht, wenn die sich da in ihrem Süßwarenladen in Salzburg in irgendeiner Art und Weise bedienen, das ist ja am Ende des Tages ist es ja ähnlich wie, weiß ich nicht, wenn ich eine Ausbildung in einem Unternehmen mache, ich koste das Unternehmen nichts und dann werde ich irgendwann fix eingestellt und habe aber schon 3 Jahre irgendwie die Strukturen des Unternehmens kennenlernen dürfen. Da bin ich nach 3 Jahren auch sowas von am Start und habe halt eben irgendwie habe einen komplett reibungslosen Übergang und muss mich da in nichts irgendwie neu einleben. Und so siehst du das ja da jedes Mal aufs Neue. Ne? Also das, was Leipzig da macht, das und auch diese Struktur, die sich da aufgebaut haben mit einem gewissen Spielsystem, mal rein jetzt von dem ganzen Kommerziellen so abgesehen von dem vom Spielerischen her, ist das natürlich Wahnsinn. Ne? Und ich glaube, da in gewisser Art und Weise gegenhalten zu können, beruhigt auch so ein bisschen mein persönlich romantisches Herz, zu sagen, okay, mit Mentalität, Einsatz, mit diesen ganzen Grundtugenden kann man zumindest mal für 90 Minuten auch dagegenhalten. Ob das jetzt dann wie immer in dieser Saison eine Halbzeit lang mit einem mehr stattgefunden hat, sei jetzt erstmal dahingestellt. Aber ich glaube, ich glaube, in dem verstecken müssen wir uns nicht, sagen wir es so. Ich finde, der FC-Fußball macht halt einfach Spaß. Und das ist irgendwie geil zu sehen. Ja, bin ich voll d'accord mit dir. Klar, man darf nicht vergessen, die hatten eine Halbzeit lang Unterzahl. Da werden wir auch gleich mal schauen, ob die rote Karte berechtigt war oder nicht.
Aber jetzt nur mal einen Blick auf die nackten Zahlen und unabhängig davon, dass natürlich so ein Nkunku am Ball vielleicht doch ein bisschen mehr kann als ein Isibue oder so, aber nur die nackten Zahlen. Laufleistung, wie gesagt, in Unterzahl Leipzig eine Halbzeit, 105 zu 115. Passquote 82% Leipzig, 80% der FC. Ballbesitz 52 zu 48. Zweikampfquote 49 zu 51. Torschüsse 9 zu 13. Also so rein von den nackten Zahlen, ja, finde ich, können wir da wirklich stolz auf diese Leistung auch sein, jetzt Unterzahl oder nicht, ist da, finde ich, gar nicht so relevant, weil auch die erste Halbzeit nicht schlecht war. Also insofern würde ich sagen, man hat sich wacker geschlagen und bestätigt, dass ja dieser Ausrutscher im Pokal kein Formtrend war, sondern wirklich nur in der Tat ein Ausrutscher. Und das finde ich schon wichtig und beruhigt mich auch so ein bisschen mit Blick auf die kommenden Aufgaben. Na, wenn du gegen Leipzig schon gut mithalten kannst, dann kannst du in der Bundesliga an einem guten Tag, wenn alles passt und alles gut zusammenläuft, gegen jeden Gegner auch dir was ausrechnen. Bis auf einen, ja. Ja, bis auf einen. Aber der, gegen den kann sich, glaube ich, keiner was ausrechnen, nicht mal in Leipzig selbst. Ach, schade, dass es so ist in der Bundesliga, aber gut, da kommen wir auch nicht mehr dran. Ja, sollen wir mal in diese einzelnen, etwas strittigen Szenen reingehen, weil da gab es ja wieder mal, wie beim Spiel gegen Schalke schon, eine ganze Handvoll von. Das erste Strittige ist wahrscheinlich Timo Werners Gesicht. Nee, annulliertes Tor für Leipzig. David Raum setzt sich gegen Easy durch, der so ein bisschen, weiß ich nicht, verdattert stehen geblieben ist danach und schafft das dann, Olmo zu finden. Dann sah man aber in der Wiederholung, dass er die Hand am Ball hatte. Absicht, das Handspiel, oder wie habt ihr das gesehen? Ich habe es als, ehrlich gesagt, fast, also es sah schon komisch aus, aber ich glaube, es war jetzt, ich weiß nicht, ob es Absicht war, es war eher so eine gefühlte, natürliche Bewegung, war so mein Gefühl, was ihm aber trotzdem natürlich einen kompletten Vorteil in der Situation verpasst. Und das war für mich dann doch schon gerechtfertigt, weil es ja doch relativ klar ausgestreckter Arm war, irgendwie der dann doch irgendwie zum Ball geht. Ob es jetzt, wie gesagt, für mich sah es jetzt relativ natürlich aus, aber spielt, glaube ich, an der Stelle keine Rolle. Ich blicke auch bei der genauen Regel, wie sie jetzt jedes Jahr neu irgendwie in 37 Lehrgängen an alle weitergetragen wird, blicke ich nicht mehr durch. Aber so rein für mich, was ich für mich so aus den letzten Jahren zusammengefasst habe als strafbares Handspiel, war das für mich ein strafbares Handspiel, woraus ja direkt quasi ein Tor entstanden ist. Indirekt, ja. Ja, also ich glaube auch nicht, dass es bewusst war, dass das eine Sprungbewegung eine Bewegung der Arme aus der Bewegung heraus. Ich würde da auch keine Absicht unterstellen, aber es ist halt vor der Torerzielung ein Handspiel. Und damit ist das Tor tatsächlich dann nicht regelkonform. Und ich würde mal sagen, da hat sich so ein bisschen der Trend aus dem Schalke-Spiel durchgesetzt, dass der FC anscheinend dieses Jahr bisher Glück mit den VAR-Entscheidungen hat. Also ist tatsächlich auch keine strittige Szene, ist eine klare Regel, aber ich habe es im ersten Durchlauf des Spiels tatsächlich auch gar nicht erst gesehen und in der Zeitlupe sieht man es dann schon. Aber das war tatsächlich, glaube ich, ganz wichtig, dass wir das Tor nicht gefressen haben. Ja, genau wie gegen Schalke, ne? Musst du auch sagen, wenn das Ding reingeht, geht das alles eine ganz andere Wende. Ja, sehe ich auch so. Bisschen, naja, man soll es zumindest mal angesprochen haben, bisschen unglücklich schaut der Herr Isibue aus in dieser Szene, dass er so abschaltet und dann gar nicht weiß, wo der Ball ist und da einfach nur stehen bleibt, wie eine Salzsäule quasi. Da kann er ein bisschen mehr auf Sendung sein. Ich finde aber gut, wie er sich in das Spiel dann rein gefuchst hat und da immer sicherer wurde im Laufe des Spiels, auch noch in der Zeit, wo wir schon noch in Gleichzahl gewesen sind. Ist ja immer, wenn du easy aufstellst, kriegst du natürlich viel Speed, was gerade gegen diese schnellen Flügelflitzer da von Red Bull wie David Raum und Co. sinnvoll ist. Aber du kriegst natürlich auch immer einen Spieler, der dazu neigt, manchmal so bisschen abzuschalten oder wie Baumgart mal gesagt hat, der muss ständig gecoacht werden, auch auf dem Platz. Ja, und da hat er, glaube ich, so 20, 30 Minuten gebraucht, sich in diese Partie reinzufuchsen. Dann, finde ich, wurde es besser und er hat ja auch dann
ein paar Szenen sogar offensiv tatsächlich gab, wo er zum Beispiel mal den freien Mitspieler dann im letzten Drittel gefunden hat. Also insofern, ja, hat sich nochmal ganz gut reingefunden. Ja, das stimmt. Genau, an dieser Stelle nochmal einen riesengroßen Hallo und herzlich willkommen an die ganzen User auf Twitch, die jetzt gerade da sind. Wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, schreibt sie in den Chat rein. Wir gehen dann da drauf ein. Zum Beispiel schreibt der Yasemat, oder spricht man dich Yasemat oder Jazzmat aus, muss mir mal erzählen irgendwann, dass er sogar die erste Halbzeit besser fand als die zweite, wo noch Gleichzahl geherrscht hat. Ja, finde ich, kann man durchaus sehen. So. Und in der Tat. Besonders, habt ihr diese eine Szene vor Augen, wo Skiri diese Flanke von Thielmann auf Ljubicic ablegt und der dann so draufknallt? Ja. Das fand ich auch spielerisch, eine richtig geile Szene. Habe ich länger nicht mehr gesehen. Das war tatsächlich auch eine starke Szene. Da war es ein bisschen schade, dass Ljubicic ja so am Rand des Strafraums steht. Den zentral, ich glaube, dann kann das ein cooles Ding werden. Also, ja, also ich muss auch sagen, ich finde nicht, dass wir so unfassbar viel schlechter waren als Leipzig in der ersten Halbzeit. Und wie gesagt, das erste Tor war klar und auch das zweite Tor, was dann ein Kunku macht, war ja auch ein klares Abseits. Also, und ich finde auch, wenn wir dann auch weitergehen im Spiel, dann müssen wir leider tatsächlich auf die 36. Minute gucken und so richtig gefährlich war das leider auch nicht. Also das war tatsächlich ein typischer Horn der Woche. Das habe ich so bei Marvin Schwebe tatsächlich noch nicht gesehen. Wobei man sagen muss, dass Schwebe uns davor und auch danach im Spiel hält. Also ich weiß nicht, ob wir ohne Marvin Schwebe das Spiel auch 2-2 gespielt hätten. Ja, es war tatsächlich auch mein erster Gedanke, war, okay, es war Riesenbock, aber wann war der letzte Riesenbock von dem? Ja. Das war so mein erster Gedanke und mir ist irgendwie nicht so wirklich einer eingefallen. Außer so, ich glaube, letztes Jahr in die ersten Pokalrunden, da war noch Pokaltorwart, glaube ich, wo ich gedacht habe, boah, Hilfe, Alter, bei so etwas Ecken auf dem zweiten Pfosten oder Flanken auf den langen Pfosten, so, wo er teilweise so richtig blind rumgeflogen ist, war mein Gefühl. Das war das Letzte, woran ich mich erinnern konnte. Und dann danach, weiß ich nicht, wie oft der Kollege uns den Arsch gerettet hat, da dachte ich mir dann, komm, das wäre auch irgendwie, also, wäre zu krass, wenn ihm das nicht auch mal unterlaufen würde. Also er ist menschlich, das war ein guter Beweis nochmal, ist gut. Passiert, was willst du machen? Passiert. Wie viele Torwartpatzer es allein dieses Wochenende gab? Hilfe, wenn ich mir an das Dortmund-Tor gegen Freiburg alleine. Ja. In Italien ist irgendein Torwart mit dem Ball ins Tor reingeflogen. Also passiert alles, dann darf es ihm auch mal passieren. Sei ihm gegönnt. Ja, finde ich auch. Ja. Alexander Schwolo hat auch wieder die Andi-Menger-Masterclass gezeigt. Ja. Ja, ja. Da müssen wir ja auch noch drüber reden, über den Herrn Jahrstein und seine Kritik am Herrn Menger. Machen wir aber später dann. Ja, und dann können wir eigentlich fast schon über eine nächste. Achso, ganz kurz noch, um das statistisch noch mal kurz nachzureichen. Der Schuss von Timo Werner hatte einen Expected Goals-Wert von 0,02. Also muss jetzt nicht zwingend ein Tor draus entstehen. Nee. Ich fand aber geil, dass Thomas Helmer hat live im deutschen Farbfernsehen auf The Zone erfahren, was Expected Goals sind, nachdem jeder andere das seit einem Jahr oder zwei weiß. Ja, das verwundert tatsächlich nicht unbedingt. Also, nicht richtig, nee. Nee, nicht wirklich. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, danach hat der FC aber tatsächlich es geschafft und das ist, glaube ich, tatsächlich der unfassbare Unterschied zu vorher, der FC schüttelt sich einmal und spielt weiter seinen Stiefel runter. Und was Ljubicic da mit der Abwehr von Leipzig macht. Ja, stopp, wir müssen einen Schritt zurückgehen. Der erste Assist für diesen Treffer kam von Marvin Schwebe. Ja. Nur weil der den Nkunku aus kurzer Distanz überhaupt irgendwie parieren kann, kommt der Ball zu Hector, der ihn dann halt quasi in den Lauf von Ljubicic befördert. Ja,
Stimmt, ja. Was tatsächlich auch eine Wahnsinnsparade war. Ja, und das ist halt so geil, dass du machst in der 36. einen sehr kapitalen Bock, der uns in anderen Zeiten auf jeden Fall aus dem Leben geschossen hätte, wo wir dann noch 4-5 Tore hinterher bekommen hätten. Und hier reagierst du halt als Torwart so, dass du eine, weiß ich nicht, deutlich, deutlich größere Chance einfach parierst. Wahrscheinlichkeit von 0,5, also jeder zweite von den Versuchen wäre drin gewesen. Und aus deiner Parade fällt das Tor für deine Mannschaft. Viel besser kannst du so einen Fehler nicht innerhalb von wenigen Minuten wettmachen. Das war dann schon sensationell gut. Ja. Ja, ich glaube, das zeigt, es ist so ein Sinnbild der Stabilität, der vielleicht auch mentalen Stabilität, die dann, wo so ein Baumgart scheinbar gefühlt auch irgendwie ein bisschen Wert drauf legt, weil wenn wir uns an letzte Saison erinnern, wie oft sind wir irgendwie nach Rückständen generell auch wieder zurückgekommen. Und also dieses Jahr ja genauso wieder. Also ich glaube, der hat das irgendwie gut geschafft, da so ein bisschen mental auch die ganze Truppe nach vorne zu bringen. Wo man meiner Meinung nach dann auch sieht, wie verdammt wichtig auch der ganze Mentalkram irgendwie im Fußball doch ist, was man vielleicht oft nicht so wahrhaben will. Ich glaube, das spielt echt eine geistkranke Rolle so. Ja, absolut. Ich glaube auch, das ist wichtiger als jede taktische, noch so gute und kluge Idee, wenn deine Spieler nicht dran glauben und nicht von sich überzeugt sind, werden sie das auch nie so umsetzen wie Spieler, die zu 1000% überzeugt sind, dass sie Leipzig heute auffressen wollen. Safe. Ja, und dann ist eben das erste Bundesliga-Tor von einem gewissen Florian Dietz gefallen, der bestimmt vor ein paar Wochen noch nicht damit gerechnet hatte, jemals Bundesliga-Startelf zweimal in Folge zu spielen, sogar noch ein Tor zu erzielen. Finde ich super für den Jungen, weil der hatte jetzt davor zwei richtig gute Chancen gegen Schalke und gegen Leipzig verballert. Und ich denke, wenn er jetzt die auch nicht gemacht hätte, hätte er vielleicht bei ihm so ein bisschen das Kopfkino eingesetzt. Deshalb bin ich sehr, sehr froh, dass er den einfach gemacht hat. Am langen Pfosten. Natürlich auch dank wirklich toller Vorarbeit von Florian Kainz. Aber so ein Tor kann ja auch weiter am Selbstbewusstsein von jungen oder von Nachwuchsspielern schrauben. Und ich bin mal gespannt, wie es mit dem weitergehen wird. Gerade wenn auch jetzt so ein Tickets und so wieder fit sind, ob wir am Transfermarkt aktiv sein werden oder ob Florian Dietz mit solchen Toren dann auch das Vertrauen zurückzahlt und weiterhin erhalten wird. Also tatsächlich, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass auch vieles davon abhängig sein wird, ob und wie wir nochmal auf dem Transfermarkt aktiv werden, inwieweit der FC sich dann tatsächlich für die Gruppenphase der Euro Conference League qualifiziert, weil damit sind ja nochmal Einnahmen, ich glaube 3 Millionen Euro garantiert. Und ehrlicherweise hatte ich vor der Saison bei Dietz so ein bisschen die Sorge, dass der Sprung vielleicht ein bisschen sehr viel ist, weil tatsächlich muss man sagen, Regionalliga ist halt vierte Liga. Und klar, der hat auch schon dritte Liga gespielt, aber auch dritte Liga und erste Liga, das ist halt schon ein gewaltiger Schritt. Und ich finde, er macht das sehr, sehr gut, nicht nur aufgrund des Tores, sondern auch der Einsatz und alles drumherum scheint zu passen. Also ich bin da tatsächlich bisher frohen Mutes, dass das tatsächlich eine Option ist. Ja, vor allem hat er in der dritten Liga ja auch nicht getroffen, ne? Ein Tor in 46 Spielen oder sowas. Ja, genau. Ja. Ist jetzt ja auch nicht so die Knipserquote, wo du sagst, yo, der kann den Schritt vielleicht schaffen. Aber das ist ja das Geile an diesem Baumgart-Fußball. Wenn jeder weiß, wo er hinrennen muss, dann kommen die Bälle halt auch dahin. Also ich finde auch in dem Spiel hat Florian Dietz schon deutlich mehr diese Moves gemacht, die vorher Modest immer gemacht hat. Also selber am Flügel den Ball erobern, einen anderen Spieler dann bedienen und selber wieder in die Mitte reinlaufen, anstatt das Sturmzentrum ganz stumpf zu halten, wie das vielleicht ein Sebastian Andersson eher tut. Insofern glaube ich, dass er zumindest sich jetzt immer mehr adaptieren wird an dieses System. Ob das dann reicht, weiß ich nicht. Aber ich denke, da wir ja so viele Spiele hoffentlich haben werden, dann ab Donnerstag in 2 Wochen, ist ja immer cool, wenn du weißt, du hast einen Hinterhand, wenn jetzt Tickets nochmal länger ausfällt, wenn wir am Transfermarkt nichts mehr tun sollten, bin ich zumindest jetzt nicht so, dass ich schlaflose Nächte hätte, wenn da vorne nur Florian Dietz drin spielt. Ja, das sehe ich tatsächlich auch so. Ich lasse mich überraschen. Ich finde die Einsatzbereitschaft irgendwie, und das ist ja auch so ein Ding, finde ich, was so ein Steffen Baumgart mitgebracht hat und warum, glaube ich, auch die Fans jetzt irgendwie, auch wenn es mal nicht so läuft, einfach zufrieden sind, dass er so wirklich diese Grundtugenden einfach komplett einfordert. Und ich finde, so ein Florian Dietz ist dann wirklich auch so ein guter Beweis dafür. Ne? Das ist irgendwie so ein Malocher, so ein Arbeitertyp einfach.
Genauso wie es dann eben Thielmann ist, wie es irgendwie ein Skiri ist, wie es auch ein Florian Kainz ist oder ein Jonas Hector, also oder die Infante, kannst du, also ich könnte wahrscheinlich fast keinen rausnehmen, der diese Tugenden irgendwie nicht auf dem Platz widerspiegelt. Von daher, ja, finde ich, das stimmt schon fürs Erste. Ob es dann jetzt wirklich mal für eine komplette Bundesliga-Saison reicht, weiß ich nicht. Aber wie ihr schon sagt, so als Backup kann ich mir das auch gut vorstellen. Ich persönlich würde mir wünschen, dass wir irgendwie vorne noch was machen im Sturm am Transfermarkt, aber ja. Aber auch auf der Abgabenseite natürlich. Ne? Da gibt es ja einen Kollegen, der es nicht so mit Medizinchecks hat. Hatte er bei uns ja auch schon nicht, muss man ja auch fairerweise sagen. Ja, aber ich finde es schon geil, wenn sich da ein bisschen was tun würde, wenn der FC so ein gesundes Maß an Konkurrenz im Kader auch in der Offensive hinkriegen würde. Das würde mich schon sehr, sehr freuen. Hast du einen Wunsch, Stürmer, als Neuzugang, damit der Express morgen mal schreiben kann? Also ich habe mich ja schon gefreut, als John Cordoba sein Profil bei Instagram geändert hat. Da bist du nicht alleine, glaube ich. Das wäre aber der Spieler, der ideal da reinpassen würde. Das ist nun mal so. Aber ich muss auch sagen, Philipp Tietz, der wird vielleicht dann ein bisschen für mit Florian Dietz und Philipp Tietz, das wäre vielleicht ein bisschen komplex, aber Philipp Tietz gefällt mir, finde ich auch ein super spannender Typ, muss ich sagen. Also ich gucke mir auch super gerne irgendwie die Zweitliga-Zusammenfassung an, da bin ich natürlich jetzt nicht so deep drin, aber das, was ich von dem sehe, gefällt mir schon echt sehr gut. Poyanpalo, klar, ein schwieriger Verein, aber wenn man nur auf den Spieler guckt, auch interessant ist natürlich so eine Geschichte, weiß ich nicht, ob du dir da jetzt Anderson 2.0 holst, was die Verletzungsanfälligkeit angeht. Weiß ich nicht, ob der FC sich sowas nochmal ins Haus holen will. Deswegen, also ich glaube, meine Wunschlösung wäre Philipp Tietz. Aber nochmal John Gordon, den nochmal zu hören im Stadion wäre auch schon nicht schlecht. Aber natürlich jetzt nicht für uns, und ich weiß gar nicht, wie es jetzt ist, aufgrund der ganzen Regelung mit Ukraine, Russland und so weiter, ob der jetzt, ob wir für den ganz normal bezahlen müssten, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Die können jetzt noch ein Jahr verlängert, diese Regel. Ne? Die können quasi ihren Vertrag ohne beidseitiges Einvernehmen auflösen. Und deswegen kann man den quasi vertragslos holen. Er müsste halt nur bereit sein, von seinem sehr großen Gehalt da in Russland Abstand zu nehmen. Ja, das weiß ich dann nicht, ob er uns so sehr, so geil findet hier, dass er dafür ganz viel Geld liegen lässt. Ja, also ich fände, wie gesagt, Philipp Tietz fände ich, glaube ich, eine coole, das wäre eine coole FC, so eine Baumgart-Lösung, meiner Meinung nach. Das kann ich mir geil vorstellen. Wir bleiben gespannt. Hier, der Chat diskutiert schon ganz kontrovers. Zum Beispiel sagt der Hallo FC 1948, dass sich Dietz erstmal festgespielt hat und Baumgart seine Startelf nicht so schnell durchwechselt. Während zum Beispiel Mumpfel 77 meint, dass Tigges sich mittelfristig gegen Dietz durchsetzen sollte und Dietz dann nur noch Einwechsel- und Ergänzungsspieler wäre. Domstetter sagt keine Transfers mehr, erstmal die Halbserie abwarten. Also das sorgt für großes Diskussionspotenzial, glaube ich, diese Personalie. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, es wird nichts passieren, bevor nicht der 25.8. gespielt ist und wir wissen, ob wir in dieser Gruppenphase sind oder nicht. Kann ich mir auch vorstellen. Gehe ich fest von aus. Ja, aber ich finde, jetzt greife ich so ein bisschen voraus, aber ich finde, man hat schon gesehen, warum Baumgart noch nicht ganz so stark auf Tim Lemperle setzt, als der dann eingewechselt wurde und seinen Ball da wieder vertüttelt hat in dieser aussichtsreichen Szene. Da muss man sagen, da ist der gleich alte Thielmann schon nochmal einen deutlichen Schritt weiter als Lemperle, was das angeht. So diese Bundesliga-Härte und Durchsetzungsfähigkeit. Also ich kann verstehen, warum Dietz zum Beispiel auch die Nase vor Lemperle vorne hat. Ich kann super schwer einschätzen, ehrlich gesagt. Dafür habe ich Lemperle zu wenig in der Bundesliga gesehen. Und Thielmann hat, der weiß ich nicht was. Was hat er jetzt? Fast 70 Bundesligaspiele schon auf dem Buckel. Oh, also der ist, ja, so. Also der konnte sich, glaube ich, schon gut an das Niveau gewöhnen. Ich weiß ich nicht. Also ist jetzt keine Inschutznahme meinerseits, aber ich glaube, wenn du immer nur deine 10, 15 Minuten max kriegst irgendwie, dann ist halt auch schwierig, da krass rauszustechen. Und eigentlich hat er es ja, weiß ich nicht, was hat er letztes Jahr, 2 Tore gemacht nach Einwechslung, wo er gefühlt insgesamt für die 2 Tore 9 Minuten gebraucht hat, so vom Gefühl her. Ist ein bisschen schwierig, also für mich auf jeden Fall super schwierig zu sagen, weil es für mich jetzt nicht so einen Wert gibt, wo ich sehen kann, ah, okay, der hat jetzt mal 3 Spiele von Anfang an gemacht oder 3 Spiele über 60, 70 Minuten, wo man mal sagen kann, ah, okay, da könnte ich persönlich eine Meinung haben. Also
Deswegen halte ich mich bei Lemperle auf jeden Fall eher zurück. Ich finde es einen spannenden Spieler. Alles andere sollen die entscheiden, die Ahnung davon haben. Thielmann hat übrigens schon 75 Spiele bei den Profis mittlerweile gemacht. Genau, 67 in der Bundesliga und die anderen halt anderswo. Ja, der hat unheimlich davon profitiert, dass er gerade in dieser Gistol-Phase da war, im Profikader. Und Gistol hat ja irgendwann angefangen, einfach alle Jungspunde da reinzuschmeißen. Das hat uns einerseits 7 Millionen oder so für Iso Jakobs in die Kassen gespült oder wie viel auch immer das waren. Und hat Thielmann zu einem Bundesligaspieler gemacht. Also rückblickend muss man sagen, immerhin dafür, danke Markus. Markus. Das stimmt. Ja, genau. Okay, aber lass mal im Spiel bleiben, damit wir jetzt nicht komplett abdriften. Die nächste Szene ist dann wieder so eine Parallele zum Schalke-Spiel. Eine rote Karte aus einer Szene, wo ich im normalen Bewegungsablauf gar nichts gesehen habe. Ich habe nur gesehen, wie sich Kainz da um den Boden wälzt, aber nicht verstanden, was los war. Dann sah man in der Zeitlupe, dass der Ellbogen von Szoboszlai gegen den Adamsapfel von Kainz geht. Joa, ach, ich steige mal mit einer These hier ein. Ich gebe für so eine Kacke kein Rot. Also, ich habe gegen Drexler kein Rot gegeben. Wenn ich Schiedsrichter wäre, ich hätte hierfür kein Rot gegeben. Ja, der Ellbogen geht raus. Aber der will sich halt Kainz vom Leib halten. Der ahnt nicht, dass Kainz einen Kopf kleiner ist als er. Deswegen geht der Ellbogen halt nicht gegen das Schlüsselbein, sondern gegen die Kehle. Da kriegst du in jeder U-Bahn, wenn du in Köln U-Bahn fährst, mehr Ellbogen ab als diese Szene. Also, für mich war es zu läppisch, ehrlich gesagt. Tu mich da schwer. Also ich tue mich da schwer, weil es ist ja jetzt, also es ist ja klar kommuniziert, dass diese Ellbogenattacken vermehrt gepfiffen werden. Und das ist, für mich ist das auch kein richtiger Schlag. Aber er weiß doch, dass der Spieler hinter ihm steht. Und warum ziehe ich dann den Arm so nach hinten? Ich verstehe es nicht. Ja, ich weiß es nicht. Ich finde, wir müssen so ein bisschen aufpassen, dass Fußball nicht Basketball wird. Und wir nicht demnächst komplett körperlos spielen müssen. Ja, das auf jeden Fall, ne? Aber das ist halt dumm. Es ist einfach dumm. Und wenn du deinen Arm da hochnimmst, dann nimmst du das in Kauf. Du hast ja keine Ahnung, wo du hinschlägst. Du guckst ja gar nicht hin. Ja. So, ne? Also, mal ganz blöd gesagt. Keine Ahnung. Wir können jetzt auch schlecht die Geschwindigkeit seines Armschlags messen oder so. Keine Ahnung. Aber er nimmt es auf jeden Fall in Kauf, dass irgendwas passiert. So. Ne, wir müssen jetzt nicht darüber reden, dass dieses auf dem Boden wälzen und weiß ich nicht was, dass das uns der Frauenfußball glücklicherweise vormacht, wie sowas richtig funktioniert, dass man das vielleicht dann auch mal sein lässt. Und außer England. Ja, gut, wir haben auch mit Zeitspiel relativ gut hingekriegt, definitiv. Aber so alles in allem, vom Prinzip wäre es für mich auch eher dunkelgelb gewesen. Schiri gibt rot und es ist keine klare Fehlentscheidung. Deswegen finde ich es an der Stelle gut, dass sich der Keller da nicht eingeschaltet hat. Was das gegen Schalke war, da bin ich bei dir. Da, also in der Zeitlupe sieht das schon eklig aus. Ne? In der Zeitlupe sieht das so aus gegen Hector, wo ich mir denke, so, wenn das jetzt sein Standbein gewesen, hätte im schlimmsten Fall sein Wadenbein durch sein können. So ein Ding war das in der Zeitlupe. Aber keine Ahnung, auch da, ich glaube, bei dem Schalke-Ding hättest du es auch einfach. Allein an der Reaktion der beiden Spieler siehst du es eigentlich, dass du so, worüber reden wir da? Aber jetzt bei Szoboszlai, für mich dunkelgelb, wie gesagt, aber keine todesklare Fehlentscheidung. Deswegen, wenn der Videoassistent da nicht eingreift, okay. Rot gegen Leipziger, ist okay. Ja, auch das spaltet den Chat gerade so ein bisschen, diese Frage, ob rot oder nicht. Also eindeutig ist da nichts, deswegen ist auch ganz klar keine eindeutige Fehlentscheidung. Klar, also VAR eingefällig da auch nicht erwartet. Aber zum Beispiel Domstädter sagt klare Rote, Jasemat sagt, ich hätte kein Rot gegeben. Also wie gesagt, da scheint es Diskussionspotenzial zu geben. Aber ich bin da unterm Strich, wenn ich ganz ehrlich bin, auch bei Mumpfel, Rot-Gegenspieler von Schalke und RB kann nie eine Fehlentscheidung sein. Dann kann man es auch vollkommen sehen. Richtig. Ja. Das ist tatsächlich vollkommen richtig. Jede Entscheidung in diesem Team ist eine gute Entscheidung. Ja. Ich finde auch Kevin Campbell sollte dafür treten. Ich liebe objektive Podcasts. Ja, absolut. Wir sind ja hier ein Qualitätsmedium. Ja. Ich finde ja auch, dass Kevin Campbell bei Betreten des Rasens immer schon gelb kriegen müsste, allein für die Frisur, aber gut. Allein für diesen Jubel mit dem DFB-Pokal. Ja, allein dafür, genau. Entweihung des Pokals, 10 Spiele Sperre.
Ja, aber leider muss ich sagen, da sieht man halt auch, wie tief der Kader ist. Das waren halt gute Wechsel für Unterzahl dann. Ne? Also du verdichtest dein Zentrum, stellst hinten auf Viererkette um mit Halstenberg, schmeißt den Kampel rein, damit eben diese Kölner Kreise von Ljubicic, Skiri und Martel ein bisschen gestört werden. Ja, die haben halt diese Spieler auf der Bank, die wahrscheinlich Stammspieler wären. Da sind sogar einige Spieler, die wahrscheinlich in jeder anderen Bundesliga-Mannschaft Stammspieler wären. André Silva zum Beispiel. Und die spielen da kaum eine Startelf-Rolle irgendwie. Ja, Leimer hat auch nicht gespielt beispielsweise. Ich glaube, der ist verletzt oder so. Ist halt einfach, ja, ne, wenn du so viel Kohle hast und kein Mensch dich fragt, wo die herkommt, dann kannst du solche Spieler auch auf der Bank sitzen haben und die halt einwechseln in Unterzahl. Und so kam es dann leider dazu, dass ich finde, dass man in der zweiten Halbzeit recht wenig gemerkt hat, dass wir in Überzahl waren, weil Leipzig schon das gut gespielt hat für Unterzahl. Das muss ich ja doch neidlos anerkennen. Auch ein bisschen Glück, dass halt so ein Einzelkönner wie Nkunku das dann schafft, das 2-1 zu erzielen. Können wir auch drüber reden, wie unsere Abwehr da aussieht oder ob da was zu machen gewesen wäre. Ja, aber natürlich dann ist es natürlich schwer, gegen so eine Kontermannschaft, die dann noch 2-1 führt, diese Überzahl auszuspielen, weil der genau weiß, wenn wir jetzt zu doll aufrücken, dann rennt uns da ein Timo Werner mit 80 km/h davon. Ja, und dann kann es auch mal bitter werden. Aber gut, immerhin, wir haben ja noch das 2-2 dann gemacht, also machen lassen, sage ich jetzt einfach mal. Aber auch nur da gilt, da muss die Ecke erstmal hinkommen, die muss erstmal in der Schärfe dahin kommen. Ja, und das dann natürlich der Simakar auf den Guardiol da irgendwie ablegt und der da reinläuft, ist ein bisschen glücklich, aber du musst das Glück, also Phrase, ich weiß, aber du musst das Glück manchmal auch erzwingen. Ja, vor allem, weil der Rest der Standardsituation eher, sagen wir, übersichtlich war ansonsten, aber ich glaube, auch da ist es so, dass da jetzt gefühlt so ein bisschen mehr dieses Risiko in Kauf genommen wird, dieses Alles-oder-nix-Prinzip, ne? Nicht so Hauptsache, ich bringe den Ball jetzt irgendwie rein, sondern ey, so ich pöll den Ball jetzt komplett auf den ersten Pfosten, aber mit Zug und ich krieg meinen Fuß unterm Ball. Es gab ja auch mal Leute beim FC, die haben Ecken geschossen und haben den Fuß nicht unterm Ball gekriegt. Also Vollgas, Risiko. Und das ist irgendwie auch das, was mir persönlich viel Spaß macht. Ja, dann sieht das 6-mal richtig kacke aus, weil gar nichts passiert. So, dann spielen sie es irgendwie schön 2-1 aus, passiert nichts. So, und dann aber schön mit Zug auf den ersten Pfosten. Gut, den Ball, also die Ecke trifft er auch gefühlt, weiß nicht, wie oft er die trifft, wie oft er den Ball so trifft, aber muss schon sagen, keine Ahnung, Florian Kainz, so dusselig das manchmal auch aussieht von der Beinarbeit bei ihm, meiner Meinung nach, so extrem viel Gefahr strahlt er einfach aus, wenn er auf den Außen den Ball hat. Das ist Wahnsinn. Also ich, wenn der den Ball hat, habe ich ein gutes Gefühl. Da denke ich immer, kann was passieren, womit der Gegner nicht rechnet, womit auch ein Florian Kainz selber vielleicht manchmal nicht rechnet, so Thomas Müller-Phänomen. Kann was draus werden, gefährlicher Typ und ja, geil. Hat auf jeden Fall wieder ein überragendes Spiel gemacht, in meiner Meinung. Ja, vor allen Dingen ist Kainz auch der Einzige, der wirklich mal aus dem Stand so eine Ecke schlagen kann, ja, und nicht das Tempo braucht wie andere Spieler bei uns im Kader. Also ich glaube sogar, wir hätten vielleicht noch ein bisschen mehr Durchlass gehabt, wenn wir noch einen Kainz für rechts hätten quasi, also einen Rechtsfüßer Kainz, da wo jetzt Thielmann quasi spielt, in dieser Rautenformation. Gut, wird jetzt eher nicht passieren. Vielleicht kann Linden Mähner das irgendwann mal bekleiden, diese Rolle. Ich glaube, der kann mit rechts halbwegs gut flanken. Aber was ich ganz spannend finde, jetzt bei der Ecke sind die beiden Innenverteidiger gar nicht mit in den Strafraum gegangen, wenn ich es richtig gesehen habe. Die waren eher zur Absicherung hinten, damit eben nicht da der Leipzig-Express durchstarten kann. Deswegen hatte mich sehr gewundert, dass die Ecke dann doch hochkam. Vielleicht hat er damit auch ein bisschen die Leipziger übertölpelt, die dann eben zu diesen Fehlern gezwungen worden sind, weil die auch dachten, der spielt wieder kurz. Also ist sehr gut, dass wir alleine beide Varianten im Repertoire haben und damit eben auch den Gegner so ein bisschen auch verwirren können oder dass er nicht direkt weiß, was jetzt passieren wird. Vor allem muss man sagen, das zweite Tor nach einer Standardsituation in der Saison. Ne? Also nach dem Tor gegen Schalke ist es jetzt schon das zweite und tatsächlich ist das für FC-Verhältnisse, glaube ich, eine richtig gute Quote und Vor allem haben sie ja dieselbe Variante auch nochmal fast deckungsgleich auch ausprobiert gegen Leipzig. Ja. Hat auch einmal fast geklappt. Also du merkst auf jeden Fall schon eine gewisse Variabilität und wie gesagt, so diese Mut zum Risiko, Mut zum einstudierte Dinge auch mal 1:1 umsetzen. Und ich finde tatsächlich, wir bräuchten auf rechts nicht nochmal einen Kainz. Ich finde, so auch da
Thema Variabilität ist und Thiemann nochmal ein ganz anderer Spielertyp, der auch jetzt eben mehr und mehr Bewusstsein, Selbstbewusstsein sammelt und für mich auch viel strukturierter wirkt, als er es vielleicht auch noch letztes Jahr in Teilen gewirkt hat, sondern einfach viel zielstrebiger, viel mehr, okay, alles klar, ich weiß, was ich zu tun habe in diesem System und es macht auch Todesspaß. Ich persönlich brauche, klar, von mir aus ein zweiter Florian Kainz, aber ich weiß nicht, ob mir dieses Flexiblere nicht sogar besser gefällt, dass du da einen anderen Typen hast auf der anderen Seite, so einen anderen Spielertyp. Hast du recht. Und wer auch recht hat, ist der Domstädter. Kainz ist natürlich ein Rechtsfuß, hat der Moderator gerade Mist gebaut und zahlt 1 Euro. Der kann rechts wie links, der kann alles kann er. Mit dem Dialekt kann der alles. Hat man ja auch beim 1-0 gesehen, dass der ja auch als Rechtsaußen gute Vorlagen geben kann. Ja. Aber 1-1, ja, beim Ausgleich. Nicht wieder sagen, war ein Fehler. Ich weiß, 1-1, nicht 1-0. Mehr Euro gibt's von mir nicht. Ja, und eigentlich würde ich sagen, war's das dann auch. Oder haben wir noch eine Szene im Spiel, die wir noch groß aufarbeiten müssten? Nö. Nee. Ich finde tatsächlich, der FC hat es hinten raus relativ stabil gemacht. Also bei Leipzig ist das ist einfach eine Wahnsinnsqualität im Kader. Und da kannst du auch in Überzahl, wie wir gesehen haben, auch Gegentore fressen. Und da war ich tatsächlich nachher sehr frohen Mutes, dass wir aus dem Spiel halt einen Punkt mitnehmen. Weil wenn du das halt unglücklich verlierst, das tut dann halt richtig weh, ne? Ja, definitiv. Ja. Was so ein bisschen schade ist, das sagt auch der Mumpfel im Chat, die Einwechselspieler hatten nicht so den ganz guten Tag, also das ist so ein bisschen verpufft, diese 5 Wechsel, da weiß keiner, wo du sagst, der hat sich da irgendwie jetzt nochmal hervorgetan, aber gut, wird vorkommen. Ich finde, habe ich gerade schon mal gesagt, man sieht, warum er aktuell nicht so unbedingt auf so Leute wie Duda und Lemperle setzt. Man hat aber auch gegen Schalke gesehen, was Adamian der Mannschaft geben kann. Schmitz ist eh so ein gefühlter Startelf-Spieler eigentlich. Maynard gegen Regensburg und gegen Schalke nach Einwechslung gut Alarm gemacht. Also ja. Da würde ich jetzt das eine Spiel mal nicht irgendwie als Maßstab jetzt heranziehen wollen. Sehe ich genauso. Ja. Genau. So, ich mache deshalb ein bisschen Gas, weil Mo, du musst uns leider um 9 schon wieder verlassen. Deshalb würde ich gerne noch mit dir zusammen und mit Marco natürlich auch auf das Donnerstag anstehende Europa Conference League Qualifikations-Hinspiel, meine Güte, gegen den Verherber FC blicken wollen. Und zwar machen wir das immer so, wenn ein Gegner ansteht, haben wir jetzt ein neues Segment. Und dieses neue Segment heißt 3 von 3. Und zwar stellt immer der eine Moderator dem anderen Moderatoren 3 Fragen zu dem kommenden Gegner. Machen wir jetzt hier ein kleines bisschen anders, weil, also sagen wir mal ehrlich, wer weiß irgendeinen Trivia-Fact über Verherber? Also wird eng wahrscheinlich. Deswegen stelle ich jetzt dem Marco 3 Fragen zur abgelaufenen Europa-League-Kampagne des ersten FC Köln, also 2017-18. Ich behaupte einfach mal, das sind alles Fragen, die man als Fan, der ja damals dabei war und einen Fußball-Podcast hat, wissen könnte. Falls du es immer nicht weißt, Marco, darfst du den Mo als Gegner als Joker heranziehen. Und natürlich gilt nicht in den Chat gucken. Ich glaube, wir sind zwar zeitversetzt, aber nicht schummeln. Bist du bereit, Marco? Ich bin bereit. Genau. Der Marco wird dann nachher mir 3 Fragen zur Eintracht Frankfurt stellen im Eintracht-Segment. Also dann kommt die Rache auf den Fuß, wenn ich hier jetzt gemeine Fragen stellen würde. So, erste Frage. Wir wissen, glaube ich, alle, wer 2017-18 das erste Tor für den FC in der Europa League erzielt hat. Na, wir alle wissen es noch, der erwähnte John Córdoba, genau, gegen Arsenal. Das ist aber auch nicht die Frage. Die Frage ist... Schön. Ja, die Frage ist... Letzte? Ja. Willst du Antwortmöglichkeiten oder weißt du es so? Wer schoss das letzte Tor in der Europa-League-Kampagne 2017-18 des ersten FC Köln? Also in der Gruppenphase, weiter war es hier leider nicht. Ich würde auf Serou Guirassy tippen, hätte aber trotzdem die Antwortmöglichkeiten. Ja, A, John Córdoba, ne, der hat begonnen und ist beendet, quasi. B, Leo Bittencourt. Oder C, Serhou Guirassy. Ich glaube, das vorletzte Spiel, also das letzte Spiel war ein 0-0 bei Bate Borisov, das dafür gesorgt hat, dass wir ausscheiden. Das Spiel davor war das Heimspiel gegen Arsenal und bin mir ziemlich sicher, dass Guirassy da den Elfmeter gemacht hat.
Ja, also zur Hälfte richtig. Das letzte Tor ist gegen Arsenal gefallen. 1-0 durch Serhou Guirassy nach Elfmeter. Das war richtig. Das letzte Spiel war, glaube ich, gegen Roter Stern. Genau, verloren. 1-0. Genau. Weil gegen Barta war ja tatsächlich uns ganz gut geschlagen im Heimspiel. Ja, also du hast recht. Guirassy, ein Punkt für dich. So, die nächste Frage betrifft nämlich das letzte Spiel gegen Belgrad. Und zwar lese ich dir jetzt drei Namen von damaligen FC-Spielern vor. Einer von diesen dreien hat gegen Belgrad nicht in der Startelf gestanden. Also, welcher dieser drei Spieler hat gegen Belgrad nicht in der Startelf gestanden, ist die Frage. A. Koka Rausch. B. Janis Horn. Oder C. Lukas Klünter. Moment. War Lukas Klünter da überhaupt noch beim... Ah, nee, der ist nach dem Abstieg gegangen, ne? Lukas Klünter war Rechtsverteidiger, ne? Ja. Koka Rausch und Janis Horn, beides Linksverteidiger. Rausch war da Stammspieler. Janis Horn, das war das Spiel mit den vielen Verletzten, ne? Das musst du jetzt wissen. Ich wiederhole nochmal, wer war nicht in der Startelf gegen... Startelf. Ja. Gegen Belgrad. Koka Rausch, Janis Horn, Lukas Klünter. Ich sag Lukas Klünter. Ich meine, Olkowski hat von Anfang an gespielt. Er ist richtig. Da irrt sich nämlich leider unser Chat. Janis Horn hat linker Innenverteidiger gespielt. Wahrscheinlich wirklich aus Verletzungsgründen der anderen. Und Koka Rausch hat Linksverteidiger gespielt und Pavel Olkowski hat Rechtsverteidiger gespielt. Klünter war der erste Einwechselspieler. Ich zahle 10 Euro in die Mannschaftskasse, wenn du ohne nachgucken weißt, wer der zweite Einwechselspieler war. Kommt man aber nicht drauf. Warte. Doch, warte. Wenn du das jetzt weißt. Im Kader standen auf jeden Fall. Oh, wie hieß der mit Vornamen? Der Däne. Junger Däne war in der zweiten Mannschaft und der andere ist dann nach Osnabrück gewechselt. Meinst du vielleicht Norweger? Den kann ich dir anbieten. Norweger, ja. Birk Rieser. Genau, Birk Rieser ist aber nicht eingewechselt worden. Eingewechselt worden ist, ach, wie heißt der? Anais. Scheiße, heißt der mit Nachnamen? Ja, echt. Also zwei. Also Fünfer kannst du auf jeden Fall sagen. Ja, ich finde auch, das war nah genug dran. Ich finde auch. Also das war schon richtig gut, muss ich sagen. Also, Respekt, hätte ich in 1000 Jahren nicht gewusst. Anders Uai. Ne? Anders, ja. Marokko. Ah, ja. Glaub ich, hier. Master. Ein Spiel für uns gemacht in der ersten Liga. Das war das Spiel, wo wir auch mit weniger Leuten hingefahren sind, als wir hätten durften, ne? Boah, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich meine, ja, aber ich glaube, weniger Auswechslung. Hatten wir da nicht, achso, du meinst Spieler, meinst du jetzt? Ja. So. Ja, wir hatten einen Menschen weniger auf der Bank. Ja. Auf der Bank saßen noch Kessler, Jakobs und der erwähnte Birk Rieser. Ja, und wir haben nur zweimal gewechselt, also ja. Da war die Personaldecke äußerst, äußerst dünn damals. Trainer Stefan Rutenbeck natürlich, hat er damals Stöger beerbt. Ja. Ich weiß nicht, dass Rutenbeck nämlich die ganzen aus der zweiten Mannschaft dann hochgezogen hat. Rieser und Uaim. Ja. Genau. Uaim danach nach Osnabrück, Sandhausen, Kaiserslautern gewechselt. Ach, Osnabrück war auch richtig, ne? Ja. 59 Spiele, 5 Tore. Ja. So viel wurden es nie wieder bei irgendeinem anderen Verein. Spielt jetzt bei Heracles Almelo. Oder Almelo. Holland. Wahrscheinlich. So, letzte Frage. Ja. Wahrscheinlich. Letzte Frage. Wer gewann die Europa League in dem Jahr? Welcher Verein? War es A. Atletico Madrid, B. Sevilla oder C. Feyenoord? Nochmal. Wer gewann die Europa League in dem Jahr, in dem wir da mitgespielt haben? Ja. Der FC war es nicht, ne? Spoiler. Also. Ja, war es A, Atletico Madrid oder B, Sevilla oder C, Feyenoord? Ich meine Atletico Madrid. Du kannst das. Du bist da irgendwie gut drin in diesem Spiel. Warum auch immer. Also entweder bist du super gut, ganz, ganz schnell zu googeln. Nee. Auch lautlos. Hat Atletico Madrid nicht Arsenal irgendwie im Halbfinale ausgeschaltet? Da habe ich nämlich noch gesagt, hier, da hätten wir das auch hätten wir sein können. Kann sein. Ich guck mal gerade nach. Ich kann ja nicht mal mehr sagen, wer das Finale gespielt hat. Und ich meine nämlich,
Ich meine nämlich, dass im anderen Halbfinale auf jeden Fall irgendein französisches Team gewonnen hat gegen Salzburg. Du hast recht. Also, wie gesagt, entweder hast du echt Kicker, daueroffen oder nee, du hast wirklich richtig recht. Arsenal hat 1-1 gegen Atletico im Hinspiel gespielt, im Rückspiel 1-0 verloren. An das Spiel kann ich mich aber auch erinnern. Also die angerannt ohne Ende, aber Madrid kann halt verteidigen, ja, wie keine andere genau Mannschaft. Die haben alles da weggegrätscht. Genau. Und Marseille hat gegen Salzburg 2-0 gewonnen. Okay. Und dann aber das Finale war deutlich, oder? Das Finale war ein solides 0-3 von Atletico gegen Marseille. Ja. Also 3-0, die haben gewonnen natürlich. Tore von Gavi, Griezmann und Griezmann. Antoine Griezmann, als der noch gut war. Wäre das nicht einer für den FC? Antoine Griezmann, ich glaube, ja, der ist zu teuer. Ein bisschen zu teuer, geringfügig. Können wir da nicht hier so eine Pixel-Kampagne machen? So eine Pixel-Kampagne. Was kostet der Griezmann-Pixel. Was kostet der? Was hätten wir für den zu investieren? Wie viel hat denn Atleti bei der Rückkehr für den bezahlt? Der spielt wieder bei Atletico. Ja, klar. Auch an mir vorbeigegangen. Ja, aber auch so, ne? Also du willst ja eigentlich nicht den nächsten 1,76 Dribbler da, sondern eigentlich eher Fernando Torres oder so, von der Spielanlage her. Oder hier, was ist denn mit Lukaku? Der ist doch bei Chelsea nicht glücklich. Das wäre doch genau der Spieler für Baumgart. 2,16 Meter groß, 150 Kilo schwer, kriegt überall den Kopf ran. Der ist ja auch schon wieder bei Inter Mailand. Der ist ja auch bei Chelsea. Ja, stimmt. Stimmt. Die ganzen Spannen sind alle gewechselt. Ist Higuain nicht auf dem Markt? Naja, ich glaube, wir hören mal auf zu fantasieren. Mo, jetzt haben wir dich gar nicht groß zu Wort kommen lassen. Was ist denn deine Erwartungshaltung für das Spiel gegen Ferhaba? Knallen wir die Souveränen aus dem Stadion oder passiert sogar der Überraschungskuh von denen? Ich glaube, es ist so ein Spiel, wo du einfach primär auf dich gucken musst. Ne? Also ich habe mal geguckt, die haben jetzt auch keinen glorreichen Start in die Liga. Irgendwie 3 Spiele, 1 Sieg, 2 Niederlagen. Jetzt letztes Wochenende gegen Ferencvaros schöne 4-0-Reise gekriegt. Obwohl, gut, Ferencvaros ist wahrscheinlich auch so das Maß, oder was heißt wahrscheinlich? Ja, es ist ja das Maß der Dinge irgendwie im Umgang. Deswegen eigentlich super schwer da irgendwie, also ne, wer von uns hat schon mal ein Spiel von denen gesehen? Ich glaube, keiner. Deswegen super schwer, das irgendwie einzuschätzen. Aber genau deshalb sollten die Jungs vom FC einfach nur schauen, dass sie ihr Spiel machen und vielleicht genauso da reingehen wie in den ersten beiden Bundesligaspielen. Und einfach das eigene Ding durchziehen, dem Gegner das eigene Spiel aufzwingen, wie man immer so schön sagt, in der Hoffnung, vielleicht sind auch 46.000 oder wie viele es dann sind, ein kleines Faustpfand gegen so einen Gegner und bestenfalls mit 2-3 Toren Unterschied und dann ganz in Ruhe nach Ungarn fahren. Ja, glaube ich auch, dass das ein Traum wäre. Ich glaube, die Kunst besteht darin, nicht zu verkrampfen in dem Spiel. Ich glaube, Baumgart muss es irgendwie schaffen, dass da nicht so ein Regensburg hängen und würgen rauskommen, wo du weißt, du hast was zu verlieren. Du bist ja der klare Favorit. Ne? Also wenn man sich die Wettquoten mal anschaut, hat Ferhaba eine Quote von 12,0 und FC von 1, irgendwas. In der Vergangenheit sind wir genau dann immer verkrampft, wenn sowas war. Also ich denke auch mal so ein Spiel, wo wir gegen Weitwunde Schalker siegen mussten, um nicht die Liga zu verlassen und dann in der 86. Minute erst das erlösende 1-0 gemacht haben. Oder ein Hinspiel gegen Kiel, kann mich auch daran erinnern. Allerdings in Kiel, glaube ich. Oder war das in Köln? Nee, war in Köln das Hinspiel, ne? In Köln, ja. Also vielleicht ein bisschen vergleichbar sogar mit dem Ferhaba-Spiel. Aber natürlich nicht unter Trainer Baumgart, beide Spiele. Ne? Das ist, glaube ich, so der Faustpfand. Der wird die da schon nach vorne brüllen. Ja, und ich glaube tatsächlich, es kommt darauf an, dass du dir deine Leistungen, die du jetzt gegen zumindest große Namen wie Schalke und große Mannschaften wie Leipzig gezeigt hast, dass du die jetzt auch gegen einen vermeintlichen Underdog auf den Platz bringst. Weil ich bin überzeugt, wenn du das Baumgart-Pressing gegen eine ungarische Mannschaft spielst, dann wissen die gar nicht, wie denen geschieht, weil das kennen die ja jetzt nicht aus ihrem täglichen Brotgeschäft in der ungarischen Liga. Wenn du das schaffst, dann geht da richtig viel. Wenn ich jetzt eher so durchwurschtelst, wie halt in den ersten 30 Minuten gegen Regensburg, ja, dann wird es ein langer Abend für uns. Aber vielleicht war das Regensburg-Spiel genau dafür gut. Und der Baumgart zeigt den Jungs nochmal auf, dass es so nicht funktioniert, beziehungsweise die Jungs das selber jetzt auch wissen, dass es so nicht funktioniert. Obwohl, glaube ich, Regensburg jetzt auch kein Fallobst ist, muss man, glaube ich, auch dazu sagen. So, ich glaube, der Abstand zwischen Erste Liga und Zweite Liga, wenn man mal in der Ersten Liga die Top 4 rausnimmt,
ist jetzt auch nicht so immens, wie es dann vielleicht gedacht ist beim 7. oder 8. der ungarischen Liga gerade. Aber ja, nichtsdestotrotz glaube ich, dass da hoffentlich die Lehren draus gezogen wurden. Und ja, die Jungs das im besten Fall im Hinspiel schon halbwegs klar machen. Ja, ich drücke noch allen unseren Hörerinnen und Hörern die Daumen, die eine Karte für Ungarn kriegen wollen. Da war heute, glaube ich, ja der Beginn von deren Vorverkaufsstart. Also diese Geschichte von wegen, ich habe mir ein Ticket in der 3. Quali-Runde gekauft, damit ich es dann jetzt verifizieren kann. Das hat wohl nicht ganz so funktioniert, habe ich so zwischen den Zeilen rausgehört. Aber ich drücke euch allen die Daumen, dass alle, die dahin wollen, Mittel und Wege finden, dahin zu kommen. Und wenn, dann bitte berichtet und schickt uns Sprachnachrichten und so, wie der Trip nach Ungarn war. Klingt ja mega geil. Wäre ich gerne bei. Kann ich nicht sein, leider. Aber, also, ja, drückt euch an die Daumen, dass ihr reinkommt. Was ich gehört habe, wird die aktive Fanszene auch weitestgehend geschlossen anwesend sein. Also, freut euch! Ja, also tatsächlich wäre das ein Skandal, wenn man erst schon sagt, alle haben die Möglichkeit und dann kaufst du dir ein Ticket und dann sagst du nachher, ach, wir machen dann alles zurück. Es ist jetzt ausverkauft. Also, ja. Ja, abwarten. Also es ist, glaube ich, nicht wirklich ausverkauft. Ich glaube, die haben nur den Status auf ausverkauft gesetzt, weil da zu viele Anfragen kommen. Die Frage wird ja auch sein, wie viel Kontingent hat der FC, bekommt der FC? Also der FC ist ja, glaube ich, interessiert daran oder hat versucht, glaube ich, ein höheres als diese 5% Auswärtskarten zu bekommen. Und ich glaube, damit steht und fällt das Ganze. Ja. Und dann muss man halt in der FC-Lotterie ein bisschen Glück haben. Ja, genau. Genau. So, letzte Frage an unseren Gast, bevor er dann leider uns verlassen muss. Wenn wir uns qualifizieren, Mo, wirst du das Ganze dann musikalisch wieder aufarbeiten? Ich glaube, sowas, nachdem die letzte Nummer daraus entstand, dass mich jemand gefragt hat, wann der nächste Song über den FC kommt und ich jetzt nicht leicht genervt, aber doch mit einem Augenzwinkern gesagt habe, wenn der FC international spielen sollte und das da so in weiter Ferne war, dass ich gedacht habe, damit bin ich jetzt fein aus dem Schneider, dann aber doch klassisches Ein-Mann-Ein-Wort-Prinzip Folge leisten musste und da ist dann FC international draus entstanden. Ich glaube, wenn der FC sich für die Champions League hat, diesem Verein ist ja alles zuzutrauen und vor allem den anderen Pappenheimern drumherum, dem ist auch, ich glaube eher nicht, also wenn wir Meister werden, auf jeden Fall. Aber so, wenn der FC mal in der Champions League spielt, dann habe ich bestimmt auch die Muße und die Fantasie, darüber zu musizieren. Ich glaube, das ist, denn genau dasselbe, genau die Fantasie und die Muse war es, wie damals den anderen Song entstehen hat lassen. Und jetzt einfach so, ohne dass mich irgendetwas Neues so inspiriert und so extreme, unbekannte Glücksgefühle mir freisetzt, ist es, glaube ich, ein bisschen schwierig. Wäre ein bisschen auf Krampf, auf jeden Fall. Alles klar. Also wir nehmen dich beim Wort. Du hast es hier zuerst gesagt. Ja, jetzt, da stehst du jetzt im Wort. Also du musst dann, fang schon mal an, weil in 31 Spieltagen ist es soweit. Ja, wir sind, also ganz ehrlich. Wir sind ein objektiver und bodenständiger Podcast. Das also, super, ja. Ich gucke auf die Tabelle, wir sind sehe Dritter. Platz 3. Ja, genau. Geteilter Dritter mit einem komischen Team aus Holland. Die werden disqualifiziert, weil wegen Staatszugehörigkeit nicht anerkannt. Dann sehe ich da nicht, wie der uns jemand abfangen sollte. Die jetzige Tabelle als Abschlusstabelle würde ich sofort nehmen. Leverkusen weg, wir Platz 3. Geil. Ja. Hilfe. Ja. Würde ich auch nehmen. Dann würde ich sogar mit Gladbach dann in der Champions League spielen, tatsächlich. Stechen. Wir machen Stechen gegen Gladbach. Ja, also von mir aus kann die Freiburg noch abholen oder überholen oder so ein Scheiß. Aber, ja. Naja. Gut, Mo, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du da gewesen bist. Hat uns sehr gefreut. Wie immer eine Bereicherung für diesen Podcast. Vielen Dank für die Einladung. Sorry, dass es so ein langes Hin und Her war, aber nächstes Mal finden wir leichter einen Termin. Also, danke für die Einladung auf jeden Fall. Macht auf jeden Fall immer wieder Spaß, um euch zu quatschen über unseren geliebten FC und ja, bis hoffentlich ganz bald. Ja, du auch. Mach weiter so gute Musik und hau rein. Ciao. Dankeschön, Männer. Ciao, ciao. Jo, ciao. Genau. Ihr könnt im Twitch-Chat online bleiben, weil Marco und ich machen noch weiter. Jetzt halt dann ohne Gast. Falls irgendwer von euch ganz spontan jetzt live in die Sendung kommen will, hier im Twitch-Chat,
Das ist eure Chance. Genau. Schreibt mir eine Twitter-Privatnachricht oder irgendwas, dann füge ich euch schnell zum Call hinzu. Habe ich es nicht abgesprochen, aber why not? Ne? Oder über unsere normalen Twitter-Accounts, ja, den trotzdem hier Twitter-Account. So, dass wir es jetzt noch live sehen, dann schalten wir euch hinzu. Wenn nicht, machen wir jetzt zu zweit weiter. Hast du noch was zu dem Verherber-Spiel hinzuzufügen? Ich weiß gar nicht, wo ich es gelesen habe. Ich habe nur gehört, dass einer der Spieler sich ja in dem Spiel gegen Ferencváros verletzt hat. Wo habe ich es gelesen? Ich habe es irgendwo gelesen. Und einer der Stammspieler. Also wird man sehen. Also das ist eine Mannschaft, ich kenne da jetzt nicht so sonderlich viele. Also hier Kenan Kodro hat mal in Mainz gespielt. Hier Palko Dardai ist der ältere Bruder von, wie heißt der andere Dardai-Bruder, der Kleine, der bei Hertha noch spielt. Ja, genau. Mhm. Morten Dardai. Martin. Ja. Ja, also haben einen deutschen Trainer, den ich aber auch ehrlicherweise vorher nicht kannte. Und wird tatsächlich, also ich habe ja das Hinspiel gegen, wie hießen die nochmal? Hinchesti gesehen. Ja, Pietro Kupp. Um das jetzt nicht böse klingen zu lassen, das sah schwer nach dritter Liga aus. Also von der Qualität her. Und ja, also ich glaube halt, dass der FC einfach den Kopf freikriegen muss und das als, also das nicht schon im Kopf als gewonnen setzen muss. Und ja. Also ich kann mir vorstellen, dass am Donnerstag trotzdem da eine wahnsinnig gute Stimmung im Stadion sein wird. Und wir sind der Favorit und wir müssen das gewinnen. Wir müssen das einfach gewinnen. Ja, genau. Ja, apropos wahnsinnig gute Stimmung im Stadion. Hier kam gerade schon im Chat die Frage auf, ob wir beiden beim Heimspiel dabei sein werden. Ja, werden wir. Gute Nachrichten. Der Marco ist wieder negativ getestet auf Corona. Muss jetzt noch seine Standard, Quarantäne absitzen. Quarantäne, genau. Quarantäne, aber das, die ist ja am Mittwoch um 23.59 Uhr vorbei. Das heißt, ab Donnerstag kannst du wieder am Start sein. Ja. Ich reise aus Hamburg an. Ich habe mega, mega Schwein gehabt. Also ich weiß, dass die hier zuhören in dieser Stelle. Also ganz herzlichen Dank. Vor allen Dingen an die Claudia, die Polter-Claudi. Die fährt nachts noch mit dem Auto zurück nach Hamburg und nimmt mich mit. Weil ich muss ja am nächsten Morgen um 9.30 Uhr wieder vor Schülern stehen. Das heißt, ich jetzt mit dem Zug, es wäre einer um 2 Uhr nachts gefahren, hätte ich halt dann 2 Stunden am Bahnhof in Köln rumgammeln müssen. Ist jetzt auch nicht so attraktiv, ehrlich gesagt. Und wäre um 6.30 Uhr hier gewesen. Hätte es gerade noch geschafft, einmal meine Wohnung zu fahren, zu duschen und ein vorzeigbareres Oberteil anzuziehen als mein FC-Trikot für offizielle, professionelle Zwecke jedenfalls. So sind wir wahrscheinlich wenn wir um 10:30 da wegfahren, sind wir um 2:30 Uhr, 3 Uhr nachts in Hamburg. Ja, bin ich vielleicht so um 3:30 Uhr, 4 Uhr im Bett, kann noch 4 Stunden pennen. Mehr habe ich mir nicht ausgerechnet. Super, also geil. Also lieben Dank, Claudia, schon mal, dass du das machst. Lieben Gruß. Lieben Gruß, genau. Die kriegt auf jeden Fall ein Bier von uns beiden ausgegeben. Das kriegen wir auf jeden Fall auf die Kette. Von mir sowieso. Ich weiß, sie fährt mich hier. Fahrt ihr auch zusammen hin oder fährst du hin auch mit der Bahn? Ich fahre schon am Mittwoch hin, weil ich noch einmal kurz meine Eltern besuchen möchte. Ah, okay. Ich habe das große Glück, dass ich donnerstags immer frei habe, weil ich in Teilzeit arbeite für ein Schuljahr jetzt. Also ich tausche sehr viel Geld ein, um dafür mehr frei zu haben, weil ich erwartet habe, dass wir sehr viele Auswärtsfahrten haben werden dieses Jahr. Also ich hoffe, dass wir uns qualifizieren. Das war nämlich alles umsonst. Ich verzichte ganz umsonst für den ersten FC Köln auf sehr, sehr viel Geld. Deswegen habe ich donnerstags frei und kann Mittwochabend schon losmachen in Hamburg. Und dann noch einen Abend und einen Vormittag bei meinen Eltern verbringen. Und dann ganz entspannt mit dem 9-Euro-Ticket von Remscheid nach Köln fahren. Das ist ja nur ein Stündchen so, wenn überhaupt. Ja. Genau. Übrigens, Kenan Kodro ist der verletzte Spieler. Ach, der Einzige, den wir kannten. Okay. Der Zweite. Also der einer von zwei. Also den anderen kenne ich auch nur wegen seinem Nachnamen. Ja, also ja, klar. Den würde ich jetzt auch nicht erkennen auf der Straße. Nee. Genau. Und weil die Frage kommt, wegen trotzdem hier Treffen vor dem Spiel. Ich würde sagen, dass wir da irgendwas verlautbaren lassen werden. Ja. Aber da haben wir beiden euch drüber gesprochen, weil ich auch nicht wusste, ob und wer und wie es negativ getestet wird und so. Halte mal unsere Social-Media-Kanäle im Auge. Da werden wir spätestens am Mittwoch dann alles
kundtun. Aber ich glaube, wir sind immer für ein Kaltgetränk mit lieben Hörerinnen und Hörern zu haben. Das kriegen wir sicherlich irgendwie hin. Müssen wir mal gucken, ob wir dann irgendwo einen Platz ausmachen, wo wir uns treffen. Ja, genau. Und dann darf jeder gerne dazukommen, der dazukommen möchte. Genau. Genau. Wird ein bisschen früher sein, schätze ich mal, weil ich wäre gerne recht früh drin, würde alles mitkriegen und so. Genau. Ich sitze O und du bist, glaube ich, in N. Ne? Das haben wir noch nicht ausdiskutiert, ja, aber wahrscheinlich. Das war jetzt quasi die Ansage. Ja, alles klar. Genau. Genau, du bist in N. Du darfst beim Herrn Reinscheid sitzen und dem die Hand halten. Ich darf bei Herrn Reinscheid sitzen. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, der sitzt neben Herrn Reinscheid. Ich weiß nicht genau, wer daneben sitzt, aber genau. Oh, da muss ich mich benehmen. Ah ja, gut. Das wissen wir nicht, wer sich benehmen muss. Werden wir ausdiskutieren, wer sich benehmen muss. Genau. Ja, alle, die uns Bier geben, benehmen sich eh. Ich glaube, der Reinscheid hört hier nicht zu, aber auch den. Liebe Grüße, mit dem habe ich am letzten Dienstag einen sensationellen Abend auf dem Konzert in Köln verbracht. Ja, war geil, Thomas. War Hammer. Sei euch gegönnt. Ja, war super. Und wenn der nicht, wir werden das jetzt einfach, lieber Thomas, wenn du das hier hörst, ich gebe dir ein Bier aus, aber nur wenn du es hier hörst. Musst du mich darauf ansprechen. Ja. Codewort lautet Ruhrpottbier. Nee, Zwiebelhirsch. Zwiebelhirsch, okay, Zwiebelhirsch. Wenn du das sagen kannst, das Codewort. Codewort ist Zwiebelhirsch. Genau. Ah, jetzt kommen hier die ganzen Sitze rein. S12. Ich habe gelesen, wir müssen ja alle in Rot kommen. Ne? Da können wir gleich mal gern drüber reden. Genau. Weil es ist ja ein Trikot geleakt worden, das wohl anscheinend das Europa-League-Trikot ist, weil welches sollte es sonst sein? Du hast es gesehen. Wie findest du es? Ich finde es echt geil. Ich hätte jetzt fast gesagt, das mit Abstand schönste Trikot, was wir diese Saison haben. Ich finde es echt cool. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde diese ausgefransten Streifen sehr cool. Ich finde, das hat einfach irgendwas. Ich finde dieses Weiß mit diesem Rot-Schwarz echt irgendwie interessant und cool. Also ja, ich finde es schön. Ja, ich finde es zu 90% cool. Aber mit Einschränkung. Ich erkläre es mal ein bisschen ausführlicher. Wer uns auf Twitter folgt, kann mal den Podcast-Account auf Twitter suchen. Da habe ich nämlich einen Fix gemacht. Den Fix finde ich ein bisschen geiler als das Original. Weil, gut, der kommt ja auch von mir, ne, deswegen, klar, finde ich es geil. Aber ich habe versucht, das zu symmetrisieren, also symmetrischer zu machen. Mich hat total gestört, dass dieses schwarze Hummel-Logo so mitten zwischen zwei roten Streifen platziert ist. So. Mich hat gestört, dass dieser Kragen da einmal so gerade abgeschnitten ist und nicht spitz zuläuft. Mich hat gestört, dass diese roten Streifen nicht über die Schulterpartie oben drüber gehen. Und mich hat gestört, dass das FC-Logo nicht in dem roten Balken ausgespart wird. Das habe ich alles gefixt in meinem Entwurf sozusagen. Finde ich cool. Jetzt kommt aber ein Aber. Ich finde es cooler als zum Beispiel E-Sport-Trikot oder irgendwie von mir auch ein Ausweichtrikot normal oder irgendwas, jetzt nicht von den Farben her, sondern vom Muster. Aber für Europa ist mir das Trikot eigentlich nicht klassisch genug, nicht gediegen genug. Es ist halt wirklich mehr so ein Street-Style, E-Sport, Hipster-Trikot irgendwie. Ich finde, für Europa muss es eigentlich mehr so ein klassisches, gediegenes, schickes Trikot sein. Von mir aus rein weiß, da wir das Heimtrikot ja nicht in weiß bekommen haben, sondern eigentlich mehr rot als weiß tatsächlich. Rein weiß, vielleicht sogar mit einem alten Hennes-Logo obendrauf. Am geilsten auch dieses Rewe-Ding nicht in rot, sondern nur so in weiß abgesetzt irgendwie oder auch einem anderen Stoff oder so. Hätte ich geiler gefunden. Hätten die Leute, glaube ich, aus der Hand gerissen. Ich glaube, die hätten dich tot getrampelt, um an dieses Trikot ranzukommen, wenn das so rein weiß gewesen wäre. Das finde ich auch ganz cool, aber nicht so richtig Europapokal. Ach, ich finde es tatsächlich. Also ich muss auch ganz. Also wir hatten schon schlimmere Trikots, ne? Ja, gut. Also schlimmer geht immer, das ist gar keine Frage. Also deswegen sage ich ja 90% von 100. Ja, aber ich finde es tatsächlich sogar noch okay. Also ja, stimmt, du hast recht. Also das Editierte von dir finde ich tatsächlich auch nochmal schöner, vor allem weil du ja auch auf dem, also Hummel kann ja auch ihr Logo in weiß machen, das siehst du ja auf dem roten Auswärtstrikot. Mhm. Gebe ich dir recht. Aber das ist wie sich übers Trikot sich zu echauffieren ist, genauso wie übers Wetter zu meckern.
Das ist halt tatsächlich so ein bisschen deutsche DNA, ne? Also ich meine, ich finde es jetzt tatsächlich gar nicht so schlecht. Nee, auch nicht. Also ich überlege es sogar zu kaufen. Genau, das ist nämlich geil, genau das zu kaufen. Ich würde es tatsächlich mir sogar kaufen, weil ich habe, hatten wir eigentlich in der Saison davor, hatten wir da eigentlich ein Europa League Trikot oder war das gelb, dieses gelb-graue Ausweichtrikot? Nee, wir hatten ein Europa Trikot. Aber ich bin gerade zu doof, mich zu erinnern, welches das war. War das das rote mit den weißen Streifen nach unten? Muss, weil dieses gelbe Ding gegen Arsenal war das Ausweichtrikot. Okay, ja. Das, wo in dem Crawler war, das Tor. Ja, genau. Jetzt als Instagram-Bild wieder hat. Ja. Das war das Ausweichtrikot. Doch. Kannst auch mal googeln, einfach Europa-Trikot Köln 2017, da findest du auch. Das Rot mit, genau, weißen Nadelschaften, ja, okay. Ja. Ja, man muss jetzt bei dem aktuellen natürlich auch ein bisschen abwarten, das mal als richtiges Foto zu sehen. Das muss man angezogen sehen, wie ich das immer so sage. Ja, oder einfach nur mal als richtiges Promo-Foto würde auch schon reichen. Nicht als so ein Kleiderbügel hängend, wo es irgendwer heimlich mit dem Handy aus der Hosentasche fotografiert hat. Also da kann man auch ein bisschen Luft nach oben entdecken, wenn man es dann Die Frage ist doch, also auch bei Trikots muss man auch tatsächlich immer sagen, die Frage ist auch immer, wer zieht das an? Ja. Also, wer hat das an, ne? Ja. Also das macht einen Unterschied, ob ich das anhab oder ein durchtrainierter FC-Spieler. Also weil du hast Trikots, wenn die so tailliert sind, ist das für den nicht so durchtrainierten schwierig. Deshalb bin ich auch großer Fan von schwarzen Trikots, das kaschiert einfach ein bisschen mehr. Ja. Also das Ausweichtrikot letzte Saison ist halt einfach mega, ne? Das schwarze. Das ist wirklich mega. Das habe ich jetzt auch endlich mal gekauft, im Saisonschlussverkauf. Das kannst du halt echt wie normales T-Shirt anziehen. Das sieht für den Nicht-Eingeweihten gar nicht aus wie ein Trikot. Das finde ich schon geil. Ja. Genau. Und wie gesagt, da es ja schwarz ist, kannst du auch bei 35 Grad tragen, ohne komplett durchgeschwitzt auszusehen hinterher, weil es ja schwarz ist. Ich finde es geil. Ich bin aber jetzt mache ich mich sehr, sehr unbeliebt bei der Szene, leider. Müsst ihr jetzt alle durch. Ich finde diese Ansage alle in Rot gar nicht so geil, ehrlich gesagt. Also ich sag mal so, ich finde es tatsächlich cool, dass man, also jetzt kann man sich drüber streiten, ob in Rot oder in Weiß. Aber ja, eben. Das sind für mich die einzigen beiden Farben, die in Frage kommen. Aber das ist ja genau der Streitpunkt. Also ich finde, Heimspiel ist Weiß. Aber ich sag mal vorsichtig, ne, also ich meine, du kannst ja auch dann wunderbar das Lied Die Rote Wand singen. Das ist schon sehr, sehr geil. Also ich muss ganz ehrlich sagen, guckt euch alle die Videos, die so bei YouTube sind, fair war es aus, also Fatty Page, wie Betty Page, nur mit Fatty. Ja, kenne ich nicht. Fair war es auswärts, Trikot ist aber weiß. Aha. Ja, da müssen die halt ausweichen. Also Heimteam hat doch wohl Wahlrecht. Aber es geht ja um die Fans, nicht um die Mannschaft, ne? Also was wir Fans tragen. Aber ich finde es aber tatsächlich schon rot. Also guckt euch alle die Videos von dem Stuttgart-Spiel an. Und da sind ja alle auch in Rot. Das ist schon sehr, sehr geil. Ja, ich war Teil der roten Wand, aber es hat uns leider kein Glück gebracht. Das ist richtig, aber wenn du danach gehst, dann muss der FC nächstes Jahr in grünen oder pinken Trikots spielen. Ja, nee, klar. Trotz allem finde ich halt Heimspiel, ne, würde ich lieber mein weißes Trikot anziehen. Und da ist mir egal, welches Auswärtstrikot da für Herwar trägt, ist mir vollkommen Wumpe. Die haben halt auszuweichen. Also der Heimteam sucht sich die Farbe aus und dann muss der Gegner sich anpassen. Haben wir gegen Leipzig auch gemacht. Also nicht andersrum. Das ist eine. Und das andere ist natürlich auch der FC jetzt halt ein Europapokal-Trikot raus, in wahrscheinlich weiß. Und dann kann man es halt gar nicht anziehen. Das ist halt auch ein bisschen ironisch. Ja, okay. Aber ich muss tatsächlich sagen, mir hat die Ansage der Südkurve es ziemlich einfach gemacht, weil ich war tatsächlich sehr unentschlossen, ob ich das schwarze Ausweichtrikot der letzten Saison, ein rotes Trikot oder ein weißes kaufen kann. Und das, also übrigens, wenn das stimmt mit dem T-Shirt für 10 Euro,
Und in der Süd, ich werde versuchen, da ein T-Shirt zu bekommen. Wenn ich keins bekomme, muss mir irgendjemand so ein T-Shirt organisieren. Und der. Ja, kriegen wir hin. Also ein paar Leute in S kenne ich. Ja, ach so, nicht. Ich brauche aber nicht S. Nein, in der Südkurve, für die ich dann ein XL oder so kaufen kann. Für mich ein S. Aber es ist ja ein Geheimnis, ne? Also ist es wirklich ein T-Shirt oder? Also ich mache die Südkurve ja in der Regel schon, dass es da dann dementsprechend ein T-Shirt zu kaufen gibt. Ja, gegen Stuttgart war es ja ein Schal zum Beispiel, ne? Ja, okay. Naja. Also sie machen ja ein Geheimnis draus. Also werden wir sehen. Ich habe gesagt, schick mir ein Foto. Also habe ich einen Kumpel von mir gesagt, der in der Süd sein wird, schick ein Foto und dann entscheide ich ja, nein. 10 Euro. Aber 10 Euro kannst du immer raushauen. Ja. Nee, XS passt mir dann doch nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei, lieber Hallo FC. Also ein X ist bei mir auch mit drin, aber dann andere Buchstaben. Andere Richtung. Ich bin so grenzt zwischen S und M, je nachdem, ob es weit oder eng ausfällt halt. Na, aber auch das wird sich regeln. Ich kann an dieser Stelle mal eine Ansage machen. Das sage ich jetzt hier öffentlich. Eigentlich ist es vollkommen egal für den Podcast. Aber ich sage es öffentlich, um mich selber unter Druck zu setzen, das durchzuziehen. Ich mache ab der Sekunde, wo der Schlusspfiff beim FC-Spiel gegen Verherber erschallt, mache ich den Sober 2022. Also das heißt, ab dann trinke ich für den ganzen Rest des Jahres 2022 keinen Alkohol mehr. Weil ehrlich gesagt, es war ein bisschen viel die letzten Tage und Wochen. Ich war jetzt in Köln für 5 Tage. Und dann ist da immer so ein 10-Liter-Fässchen Malz, Mühlen, Kölsch am Rhein getrunken worden in 2-3 Stündchen mit 3-4 Leuten. Ja. Also, ne, ich ziehe das durch bis zum 24.12.2022. Also nicht komplett das ganze Jahr, sondern eine Woche weniger. Aber Weihnachten bei meinen Eltern ohne Alkohol überlebe ich nicht insofern. aber vom, was ist es, 18.08. 22 Uhr, roundabout 28. Bis Weihnachten kein Tropfen mehr. Einzige Ausnahme, beim Kochen wird weiter Rotwein in die Soße geschüttet, aber den trinkt man ja nicht, der verfliegt ja vorher. Also, das zählt noch. Sportlich. Ja, ob ich es durchziehe, weiß ich nicht, aber ich habe mich jetzt zumindest öffentlich committed. Naja, ich will es durchziehen, ich habe mich jetzt öffentlich committed, um mir selber Druck zu machen. Ne? Ich habe es auch schon den Leuten erzählt, die sonst normalerweise komischerweise immer von mir auftauchen, wenn ich Alkohol trinke, deren Gesichter. Auch nicht bei FC-Spielen, lieber Lucinius. Nee, also ich werde eh nicht so viele sehen können dieses Jahr. Insofern ist das nicht ganz das große Problem. Also jetzt live im Stadion, meine ich. Wird anstrengend, wenn ich in der Kneipe schaue und in den FC und dann wirklich nur Cola trinken darf oder Wasser oder so. Aber ohne Opfer kein Preis. No pain, no gain. Ich glaube, Fatty Page, du kommst ja auch irgendwie aus dieser Koba-Connection, oder? Ich weiß gar nicht, wer du bist, ehrlich gesagt. Kennen wir uns im echten Leben? Ich habe zumindest auf deinem Insta gesehen, dass du auch Hamburger FC-Fan bist. Kannst du mir mal irgendwie privat sagen, wer du bist, ob ich dich kenne oder nicht. Mal in der Koba werde ich ein paar Spiele gucken, aber dann halt nur bei Wasser und dem nicht vorhandenen Brot. So, kommen wir zurück zum Sportlichen, genug aus meinem Leben. Du bist jetzt mal Trainer, du bist jetzt mal hier Baumgart Ruhrpott-Hennes und stellst für Verherber auf. Wie viel Rotation machst du? Oder lässt du die selbe Mannschaft spielen wie gegen Leipzig? Oder ja, wie viel Rotation ist für den Trainer Ruhrpott Baumgart drin? Ich kann mir vorstellen, dass wir ein bisschen offensiver agieren. Ich kann mir vorstellen, dass wir tatsächlich mit 2 Spitzen agieren. Das wäre vielleicht das würde ich machen. Und dementsprechend wird wahrscheinlich dann Erik Mabel dem Ganzen zum Opfer fallen. Also Skiri alleinige 6, Ljubicic weiter 10er-Position, Kainz und Thielmann weiter auf Außen und dann offensiv Dietz und Adamian. Und hinten ist die Frage, ob man Easy Boué gegen Schmitz tauscht. Genau, also Tigges scheint schon... Ich weiß nicht genau, ob Baumgart meint, dass der im Kader gesetzt ist oder in der Startelf gesetzt ist. Das habe ich irgendwie nicht ganz aus dem Kontext raushören können. Ja. Okay, Dietz oder, ne, also Tigges, Dietz und dann,
würde ich so agieren. Also Dietz, Schrägstrich, Tigges, Adamian, Kainz, Lubicic, Thielmanns, Giri, Hector, Hübers, Kilian und Benno Schmitz. Und ja, im Tor Marvin Schwäbe. Also im Tor keine Rotation, Vokalrotation quasi. Nee. Also, das kam jetzt immer zu Nee, also warum? Also, ja, weil Pokal. Ne? Also es war mal die Ansage, der Zweite macht die Pokalspiele. Ja, die Pokalspiele betraf aber immer den DFB-Pokal. Ja gut, das haben wir nie auch differenziert, aber es gibt jetzt ja keinen DFB-Pokal mehr. Ja, das heißt, man könnte ja sagen, wir werfen dem Zweiten dann Zuckerli hin. Wenn der FC das erst das Hinspiel 4-0 gewinnen kann, gerne Timo Horn im Rückspiel spielen. Da habe ich keine Probleme mit. Aber ich finde, dafür ist dieses erste Spiel tatsächlich schon zu wichtig. Ja, also sehe ich ja auch so wie du. Ich würde auch auf jeden Fall Marvin jetzt spielen lassen, Marvin Schwebe, trotz seines Patzers, weil wir gerade ja schon langgiebig ausgearbeitet haben, wie er den wieder selber wettgemacht hat, diesen Patzer, und sich da auch nicht von beeindrucken hat lassen. Glaube aber, dass es cool wäre, wenn wir das Hinspiel so eindeutig gestalten könnten, was ich nicht glaube, aber könnten, dass man im Rückspiel Timo einsetzen kann, weil ich hatte es schon verdient, finde ich. Und alternativ, dass die Gruppenphase ein sechstes Spiel hergibt, wo es um nichts mehr geht, sei es in die eine oder andere Richtung nichts mehr, also weder nach oben noch nach unten. Da kann man auch noch ein Spiel schenken in Europa. Fände ich für Timo schon cool, auch wenn ich natürlich jetzt nicht zu seinen großen Fans gehöre. Aber dem Menschen Timo Horn würde ich es gönnen, dass er, der hat ja auch Anteil an der Qualifikation gehabt, bis zu dem Main-Spiel letztes Jahr, dass er noch ein Spiel in Europa machen darf dann für uns, bevor der Vertrag ausläuft. Das, ja, also wie gesagt, habe ich auch keine Probleme mit. Wie gesagt, ich weiß aber nicht, ob man, also wenn man jetzt sagt, nee, es spielt jetzt Timo Horn, ich weiß nicht, ob das tatsächlich, das hat der Sebastian unterschrieben, CGN gerade geschrieben, auch bei Twitter sag ich schon, hier bei Twitch. Dass natürlich eine Reinnahme von Timo Horn wieder auch Unruhe in die Mannschaft bringt. Und das ist tatsächlich etwas, was ich auch so ein bisschen sehe. Die Mannschaft sollte sich jetzt schon idealerweise auf den Torhüter einstellen, der da halt spielt. Und das wird dann die restliche Saison wohl Marvin Schwäbe sein. Und warum jetzt wechseln? Ich sehe da keinen Sinn hinter. Ja, ich würde es auch nicht tun. Also, ne, war es nur ein Gedankenspiel. Mumpfel schreibt, dass Schindler in die Startelf rutscht. Weiß ich, wäre irgendwie strange, ne, dass du einen Spieler hast, sitzt im Pokal auf der Tribüne, kommt von der Tribüne in die Startelf, muss von der Startelf wieder auf die Tribüne und käme dann wieder in die Startelf von der Tribüne runter. Also ich sehe das noch nicht. Da glaube ich vielleicht sogar eher Linden Mayner, dass man den nochmal mit seinem Speed da irgendwie gegen die Ungarn schicken will. Kann auch sein. Ich glaube, Thielmann, Kainz werden die beiden Außenspieler sein. Ja, also ich finde auch, dass Thielmann und Kainz das jetzt auch gar nicht schlecht gemacht haben. Und ich glaube halt auch, dass es gar nicht schlecht ist, so einen Linden Mayner in der Hinterhand einfach zu haben, weil die Qualität ist, wirst du immer irgendwann mal brauchen im Spiel. Ja, sehe ich genauso. Und ich würde auch mit der besten Elf spielen. Also das, was mir laut Trainingseindruck als beste Elf erscheint, wenn ich Trainer wäre. Ich halte das Spiel für zu wichtig, um da das zu machen, was gegen Hamburg letztes Jahr im Pokal gemacht wurde, ne, diese Hartrotation. Klar, Benno Schmitz wieder rein ist für mich jetzt keine Rotation, weil Schmitz ist ein Stammspieler, der käme nur wieder zurück. Das ist okay. Tigges eine Chance zu geben, finde ich gut, weil ich würde mal sagen, dass ist ein Unterschied, ob du jetzt Regionalliga spielst oder gegen Red Bull Leipzig oder gegen Verherber. Das ist vielleicht für Herber so der Zwischenschritt zwischen Regionalliga und Leipzig, ohne den jetzt zu nahe treten zu wollen. Aber ist ja so einfach europäisch betrachtet. Und da kann ich mal so ein bisschen an dieses Niveau rantasten, das er wieder braucht, um diese Wettkampfhärte zu kriegen. Deswegen kann man Tigges spielen lassen. Ich traue halt Baumgart auch knallhart zu, dass der Tigges und Dietz spielen lässt, so wie er letztes Jahr Modest und Anderson hat spielen lassen. Könnte auch passieren. Aber ich finde, Adamian würde dem Spiel natürlich auch nochmal eine andere spielerische Komponente geben, und deshalb fände ich das von der Ausrichtung gar nicht verkehrt, da zwei, ich sag mal, ein bisschen anders aufgestellte Stürmer im Kader zu haben. Ja, also sehe ich auch so. Also in der Startelf auch noch. Sehe ich auch so, aber halt Baumgart manchmal
Nicht so? Werden wir sehen. Also tatsächlich ist es aber, also wenn jetzt Baumgart sagt, nee, ich sehe das anders und wir spielen mit einer Sturmspitze und spielen hinten mit Martell und Skiri, ist das jetzt auch nichts, wo ich die Hände im Kopf zusammenschlagen würde. Also tatsächlich ist mein Vertrauen in Baumgart tatsächlich sehr, 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 sehr hoch. Einfach, weil ich sehe, dass da ein Plan herrscht. Mhm. Also auch für das Spiel jetzt gegen Leipzig, da war halt ein klarer Plan mit Martell und Skiri und Dietz. Also es ist klar ersichtlich gewesen, warum bringst du da Dietz? Weil der genau eben dieser Spieler sein kann, den du hoch anspielst und der den Ball festmacht und als Wandspieler fungiert. Das ist, ne, und der auch Strafraumpräsenz hat. Aber ja, das bin gespannt. Also ich kann das tatsächlich noch nicht so ganz einschätzen, ob Steffen Baumgart uns zuhört. Das ist auch da. Steffen, wenn du uns zuhörst, nächste Pressekonferenz bitte das Wort Schweinemett ein. Die haben gespielt wie Schweinemett. Das ging gar nicht. Genau. Ja. Nee, ich muss eh mal sagen, weil du es gerade erwähnt hast, ich finde dieses Mittelfeld aus Skiri, Martell und Jovicic richtig geil. Ja. Martell, ich habe es wieder falsch gesagt. Richtig geil. Das sind drei Typen, die A, alle körperlich gut dagegenhalten können. Martell noch nicht ganz so wie die anderen beiden, ne, aber auf einem guten Weg dahin, guter Körper, die alle technisch am Ball was können, die alle diesen tödlichen Pass beherrschen. Jubicic entdeckt gerade so ein bisschen seine Torjägerlaune irgendwie auf dieser Zehnerposition. Skiri war ja auch in seiner ehemaligen Station in Frankreich als Weitschusskönig bekannt. Gut, Martell ist noch nicht, aber sind alle groß, können also alle mal ein Kopfballduell im Strafraum gewinnen, um danach Ecken was zu machen, laufen sich alle drei die Lunge aus dem Leib und kommen auf irgendwie 11 Kilometer, wenn sie 90 Minuten gespielt hätten, im Fall von Martell. Finde ich geil. Weiß nicht, ob du gegen Verherber wirklich zwei Sechser brauchst oder ob du da irgendwie nochmal ein bisschen entweder positionell was änderst oder personell. Das ist eine berechtigte Frage dann. Aber das Mittelfeld verheißt einiges für die Zukunft, wenn Martell den Schritt dann macht, den wir von ihm erwarten. Auf jeden Fall. Also tatsächlich ist das, wie gesagt, ich sehe da keinen Spieler irgendwo so weit weg, dass man sagen kann, oh nee, das ist eine Option, die man gar nicht ziehen kann. Also wie gesagt, ich glaube, da gibt es genug Möglichkeiten für den FC, dieses Spiel zu spielen. Und Steffen Baumgart wird das, also keiner von uns kann tatsächlich über Verherber irgendeine Einschätzung geben, wie die spielen und wie die agieren und was du dort für Spieler brauchst. Dafür gibt es aber tatsächlich eine Video- und Scouting-Abteilung beim FC und die werden ihre Aufgaben machen und dementsprechend wird dann Baumgart und das Trainerteam aufstellen. Also da bin ich tatsächlich sehr von überzeugt, dass dann da der richtige Kader steht und auch spielt. Und auch da, du kannst 5-mal wechseln, das heißt, du hast ja genug Möglichkeiten, nochmal einzugreifen. So ist das. Und ich denke mal, damit haben wir dann auch dieses Vorschau-Segment auf Verherber hier rund gemacht. Und ja, dann werden wir das alles besprechen. An dieser Stelle passt vielleicht eine Hörerfrage ganz gut, die uns per Twitter erreicht hat. Machen wir Sonderfolgen zu den Spielen gegen, also in der Europa League, die Donnerstagsspiele? Wird eng. Ich sag's mal so, wird eng. Die sind donnerstags, das heißt, wir müssten Freitag aufnehmen und dann ist Sonntag schon das nächste Pflichtspiel. Da müssen halt die Hörer und Hörerinnen auch Gas geben, dann das noch hören zu können, diese Folge dann, ja, bevor da schon wieder kalter Kaffee ist, weil wir danach schon gegen Eintracht oder so gespielt haben. Dazu kommt ja, nach dem Spiel direkt geht sowieso nicht, also wenn wir direkt nach dem Spiel aufnehmen wollen würden, weil da sind wir ja, wie gesagt, bei dem Stadion, ich bis irgendwann nachts um 3, anscheinend zusammen mit Fatty Page auf der Autobahn. Wird schwer. Also geht mal nicht davon aus. Was ich gern tun würde, ist die Spiele in irgendeiner Art und Weise auf Twitch am liebsten natürlich nachzubesprechen, aber die sind ja erst um 11 Uhr abends aus. Ja. Also vielleicht haben wir Glück, dass in der Gruppe mal ein Spiel um 18.30 Uhr angepfiffen wird. Ja. Also Glück jetzt für Twitch, nicht, weil es eine geile Uhrzeit wäre. Das ist nicht. Also ihr wisst, was ich meine. Das müssen wir vielleicht überlegen, ob wir eine Pre-Show machen wollen auf Twitch vor dem Spiel. Das können dann halt nur die gucken, die nicht vor Ort im Stadion sind. Also vielleicht bei Auswärtsspielen ein paar mehr Leute als bei Heimspielen, weiß ich nicht. Ja, wir überlegen uns irgendwas, aber rechnet bitte nicht damit, dass wir jetzt jedes Spiel eine extra Folge für machen werden. Genau. Ja. Genau.
So, dann hat der Mumpfel noch gefragt, wie wir Adamian sehen. Er hat da noch ein bisschen Bedenken, sagt er, beim Anlaufverhalten. Technisch stark, aber er müsste noch diese Utsch-Transformation durchmachen und nicht wie du da quasi immer in diesem Talent, aber ein bisschen schlampig Modus bleiben. Ja, also der ist ja jetzt verhältnismäßig der Spieler, der am kürzesten mit der Mannschaft trainiert und ich glaube halt tatsächlich, das haben wir, das sehen wir bei jedem Spieler, die Spieler brauchen halt einfach eine kleine Zeit, um sich an diesen Steffen Baumgart-Fußball zu gewöhnen und auch ihr Spiel umzustellen, weil das eine ist, die Anweisung anzunehmen und das andere ist, sie halt auf dem Spielfeld umzusetzen. Und jeder, der mal in irgendeiner gearteten Weise Mannschaftssport gemacht hat, wird das kennen. Ich weiß nicht, wie oft ich damals von meinen Trainern gehört habe, Marco, du machst jetzt das und das ist deine Aufgabe und dann stehst du auf, also in dem Fall stand ich auf dem Eis und habe was völlig anderes gemacht. Mit dem Wissen, dass meine Aufgabe eigentlich eine völlig andere ist, aber du bist dann vom Kopf her ganz anders, du bist in deinem Spiel drin und da trifft man auch als Spieler manchmal Entscheidungen, die man auch treffen muss. Also da ist ja nicht alles vorgescriptet. Und ich finde aber, Adamian gibt unserem Spiel halt etwas, was wir auf dieser Stürmerposition sonst nicht haben. Also weder Tigges noch Dietz noch Lemperle. Und ich bin tatsächlich gespannt, wie das sich über die Saison verhält. Also ist definitiv ein interessanter Stürmer. Ich finde, das haben wir gegen Schalke gesehen, als er reinkam. Der gibt unserem Spiel halt nochmal ein bisschen was anderes und dann auch dem Spieler muss man einfach ein bisschen Zeit geben, um sich zu akklimatisieren und an den Fußball des FC dementsprechend zu gewöhnen. Ja, sehe ich genauso. Und ich finde, er hat halt eine Qualität, die wenigsten bei uns im Kader haben, also egal ob jetzt im Sturm oder im Mittelfeld oder so, der kann sich auf engen Raum auch gegen zwei Spieler durchsetzen. Mit irgendeinem technisch feinen Trick oder sowas. Macht er da irgendwelche geilen Dinge mit dem Ball. Das können halt die wenigsten bei uns und dafür könnte er noch sehr wertvoll werden, wenn er das ja dann irgendwann auch mal wirklich gewinnbringend auf den Platz kriegt. Gegen Schalke hätte er schon ein Tor machen müssen, da war er so nah dran, viel näher geht ja nicht, ne? Also, ja. Das fehlt noch, dass er jetzt halt effektiv wird. Aber wie du gesagt hast, der war jetzt lange nicht fit, lange verletzt irgendwie. Ist jetzt kurz erst dabei. Das kommt alles und ich bin optimistisch, dass Baumgart ihn genauso erreicht, wie er halt den guten Marc Uth erreicht hat. Ja, genau. Das sehe ich auch. Genau. Dann noch letzte Frage zu diesem Ferva-Segment, bevor wir zur Eintracht gehen. Hatten wir auf Instagram genau als Nachricht bekommen. Warum ist das Spiel nicht ausverkauft? Ich bin gerade aktuell auf der Homepage, auf dem Ticketshop. Also O14 ist noch knallrot, O15 ist noch sehr rot, W15, W14. Hast du da Theorien, warum dem so ist? Ich glaube, dass tatsächlich, also A darf man nicht vergessen, das Spiel ist Donnerstag. Das heißt, der FC hat ja nicht auch nur Fans in Köln, sondern es gibt ja auch ganz viele Fans, die dafür auch ein paar Kilometer anreisen und auch nicht jeder hat die Möglichkeit zu sagen, alles klar, ich mache jetzt hier um 12 Uhr Feierabend, ich gehe zum FC. Und dementsprechend kann ich mir das vorstellen. Und was man auch nicht vergessen darf, ich glaube, der Shop ist Stand jetzt auch immer noch für Mitglieder nur geöffnet. Ne? Das nicht. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, also ich wundere mich sowieso, dass der FC das noch nicht freigegeben hat, weil heute ist Montag, also Montagabend. Bin tatsächlich ein bisschen verwundert, dass der noch nicht freigegeben worden ist für den offiziellen, ich sag mal, Verkauf ohne Mitglieder. Ja, was halt auffällt, ist, dass natürlich auch die teuren Tickets nicht verkauft worden sind. Darf man auch nicht vergessen, unterschätzen. 60 Euro mal eben für ein Fußballspiel für 90 Minuten rausballern. Ja, genau. Vor allem ein Spiel, was live und gratis auf RTL laufen wird. Ne? Ja, das läuft im Free-TV. Das glaube ich auch noch dazu, ja. Das hat auch nicht jeder mal eben so. Also, ich sag mal, was wir jetzt machen, dass wir mal eben von Hamburg nach Köln knallen, da halt, weiß ich nicht, 30 bis 60 Euro für eine Karte rausballern, Sprit rausballern, unterwegs was essen werden, viel trinken werden und so. Das sind halt locker über 100 Euro, 150, 200 Euro oder weiß ich nicht, ne, die man da lassen würde an einem Abend. Das kann sich halt auch nicht jeder Mensch leisten, gerade nach Corona nicht, ne, mit Kurzarbeit und weiß der Geier. Und ich glaube, da muss man sich dessen auch ein bisschen bewusst sein,
vielleicht sind die fetten Jahre auch vorbei. Und es ist, sind teure Karten für teuer Geld. Wird auch eine Rolle spielen. Ja, und ich glaube, das, was der Sebastian Unterstrich CGM gerade auch geschrieben hat, also es ist natürlich, das Spiel fängt um 20.30 Uhr an. Mhm. Du bist auch relativ spät fertig. Und damit fällt, glaube ich, wie gesagt, es sind ja auch, also Ferien in NRW sind ja auch vorbei. Das heißt, ja. Ich glaube, für viele Schüler fällt diese Option natürlich auch raus. Ja. Ja, aber ich hätte garantiert nicht in dem Alter, also mit, ich sag mal, 15, 16 hätte ich nicht um so eine Uhrzeit rausgedurft zu einem Fußballspiel. Kann ich, schwöre ich euch. Ja. Ich weiß auch nicht, ob der FC sich mit dieser tatsächlich auch deutlich gestiegenen Preisstruktur einen Gefallen getan hat. Ja, ist natürlich schade, wenn man so im Spiel das Stadion leer bleibt. Ne? Also dann sage ich ja. Ja, was heißt leer bleibt? Also ja, nein, nicht leer. Wenn es nicht ausverkauft ist. Wenn es nicht ausverkauft ist. Ja, klar. Nicht jedes Wort hier auf die Goldwaage legen. Ich sage halt nur, wenn du die Tickets nicht loskriegst, verschenkst du. Schenkst du irgendeinem, was weiß ich, Waisenheim, Flüchtlingslager, Behindertenheim, dir fällt schon irgendwas ein. Aber lass die Plätze nicht leer. Ja. Ja, es wäre wirklich schade. Also wie gesagt, ich bin mal gespannt, wann der offizielle Verkauf da für die Tickets losgeht. Oder ob sie es nur auf Mitglieder beschränken, wäre ja auch Banane. Also. Das wäre albern. Wenn Tickets leer blieben würden und es nicht frei verkauft würde, das würde ich nicht verstehen dann. Also wenn Tickets unverkauft blieben, deswegen. Ich verstehe es auch nicht. Aber das, man muss ja auch nicht alles um den FC verstehen. Vor allem, weil jetzt ja auch lang genug Zeit war, als Mitglied zuzuschlagen, würde ich mal sagen. Und es klappt ja auch. Ja. Also der ist ja im Moment gerade nicht überlastet oder so, der Shop. Ne? Wie gesagt, ich verstehe es nicht. Nee, ich glaube halt echt, RTL ist da wirklich ein Faktor, den wir nicht unterschätzen sollten. Ja, aber warum gibt man das Spiel nicht dann jetzt für den freien Verkauf? Ja, das weiß ich auch nicht. Nee, das weiß ich auch nicht. Aber ich meine jetzt einfach für Kaufinteresse. Aber ich meine so, ne, du hast irgendwie 18.000 Mitglieder. Da müsste halt jeder Zweite von ein Ticket kaufen, damit das nur für Mitglieder ausverkauft würde. Ja. Ja, stimmt. Ja. Ja, klar wird Heimbereich ausverkauft sein. Hallo FC, klar, das ist logisch. Geht ja um die beiden Ost- und West-Tribünen. Gibt es wohl noch ganz vereinzelte Karten in der Gegend gerade. Ganz vereinzelt. Also wer mit mir sitzen möchte, jetzt ist noch eure Chance. Ja, wie war das Codewort? Ah, ich weiß es nicht mehr. Met, Igel, nee, Zwiebel, Zwiebelmet. Zwiebelmet. Ja. Gibt noch genau eine Karte in N13. Für in der Nähe vom Ruppert Tennis. Neben dem Zwiebel hier. Kostet 44,85 €. Ist auch happig für eine geraden Karte. Ne? Ja. Aber wer den letzten sich in N13 krallt, darf zu Recht dann ein Spiel vom Ruppert Tennis lang das Pöbeln mitbekommen. Oh ja. Boah, ich habe richtig Bock zu pöbeln. Ne? Ich habe richtig Bock. Ja. Gut. Kommen wir zur Eintracht, das nächste Spiel, das noch auf der Agenda steht. Ja. Die Eintracht hat gerade vor ganz kurzer Zeit ihren besten Spieler verloren, Philipp Kostic. Ich glaube, da trete ich keinem zu nah, wenn ich sage, der ist der Beste in dem Kader. Statt seiner spielt jetzt André Lenz auf dieser linken Außenbahn. Das ist natürlich offensiv ein Downgrade. Defensiv, glaube ich, ist Lenz da nicht irgendwie ein Downgrade, weil ne, wer von Union Berlin kommt, der kann verteidigen, da kann man von ausgehen. Aber natürlich ist es schon gut, dass der nicht mehr da spielt. Und ganz generell, so richtig läuft es ja auch nicht bei der Eintracht. Die haben jetzt, glaube ich, 2 Punkte aus den ersten 2 Spielen geholt. Gut, das erste gegen, nee, einen Punkt zu einen. Das erste war gegen Bayern, das ist eh ein Streichergebnis, kann man nicht anders sagen. Scheiß Bundesliga, aber es ist nun mal so. Ja, aber gegen Hertha, da spreche ich jetzt aus unserer eigenen Erfahrung aus dem letzten Jahr, kann man auch mal gewinnen. Und ich finde, man merkt so ein bisschen, dass bei denen auch jetzt die Nerven schon ein kleines bisschen blank liegen, weil die schon anfangen, extensiv über diesen VAR zu diskutieren. Das ist immer ein schlechtes Zeichen, liebe Eintracht. Ja. Hast du es gesehen, also, diese Szene? Ja. Ich finde, da kann man Elfmeter geben. Ich bin da wieder bei dem Thema, alles zu läppsch. Also, ich würde da auch gern geben. Alles, wo der Mensch nachher noch ein Bein hat, ist für mich kein Elfmeter.
Also, wie gesagt, ich kann, also ich stelle mir immer vor, was wäre, also ich glaube, dass das Ärgerliche ist halt, dass das Ding in der 92. Minute ist, ne? Also. Ja, ich glaube, noch ärgerlicher ist, dass er halt auf dem Feld erst gegeben hat. Ja. Dann sagt der VAR, geh mal raus. Und da stimme ich denen sogar zu. Der VAR kann nicht sagen, geh da raus, weil der Kontakt war ja da. Ist ja kein Klient-Obvious. Genau das nämlich sehe ich nämlich auch so weit. Also ja. Ich finde, das ist für, also es ist so ein Elfmeter, den du sicherlich geben kannst. Und ich finde, Christensen, der Torhüter, trifft ihn ja mit der Hand am Fuß. Klar. Und das ist in dem Fall der Standfuß. Und also mit dem er halt also auftreten wird als nächsten Schritt. Und ich kann das verstehen. Ja, also ich, so ein bisschen passt auch dieses Fallbild nicht so richtig von dem, welcher Spieler war das? Boré oder wer? Boré, der da gefoult wird. Also, na, das sah schon so ein bisschen gewollt aus, das Hinfallen. Gut, soll es nicht unser Thema sein. Ich wollte nur darauf hinaus. Was ich mich gefragt habe, hat er nicht auch die gelbe Karte gegen Christensen zurückgenommen? Ja, ne? Weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe nur eine Zusammenfassung gesehen. Da war das, glaube ich, nicht irgendwie thematisiert. Keine Ahnung. Ich war ja ein Girl. Ja, gut, weiß ich, da kenne ich die Regeln jetzt nicht, warum man wegen Doppel bist. Nee, macht ja auch keinen Sinn. Nee, also weil er die Entscheidung zurückgenommen hat, kann er nicht die Bestrafung mit der Karte aufrechterhalten. Okay, verstehe. Ja. Also jetzt hier im Kicker-Ticker ist gar nicht von Gelb für Christensen die Rede. Ah, okay. Ja. Weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich, weil er sie komplett zurückgenommen hat mit der VAR-Entscheidung. Ja, oder hat es noch gar nicht gezeigt? Nee, weil, ich weiß es nicht, ist auch egal. Alles nicht unser Thema. Ich finde, die Eintracht hat einen interessanten Kader. Ja, also Alario, diesen Kolo Muani. Den finde ich richtig geil. Aber ich finde, auch Götze ist sicherlich ein interessanter Spieler. Aber ich finde, die Eintracht hat in den letzten Jahren von ihren starken Außen profitiert. Mhm. Und ich finde, Lenz und Knauf, also Knauf ist ein guter Spieler, aber ob der jetzt, das ist seine erste komplette Bundesliga-Saison, also der hat ja letztes Jahr auch nur eine, ist ja auch spät reingekommen in die Saison. Und ich weiß nicht, ob man da einfach nicht Substanzverlust hat. Also Kamada sicherlich auch ein guter Spieler, Ndika, Touré, das sind alles gute Spieler, aber du hast es in dem Spiel gegen Hertha gesehen, das war jetzt nicht so unfassbar gut. Ja, nee, sehe ich auch so. Also gerade diesen Kolo Muani hätte ich unheimlich gerne bei uns. Das ist ja quasi John Córdoba 2.0. Ja. Vielleicht noch sogar ein bisschen schneller und ein bisschen jünger. Ja. Und ein bisschen französiger. Also weckt auch noch so ein bisschen Modest-Vibes. Wer? Hä? Was? Wessen Vibes? Modest, achso, ja, okay. Ich verstehe, ja. Das ist der zusammen mit Salih Özcan nach Dortmund gewechselt ist. Okay. Ja, uninteressant für mich. Ja. Wobei ich zugeben muss, es war schon befremdlich, in dem Dortmund-Trikot zu sehen. Also, ich habe nur die Aufstellung gesehen, ich habe das Spiel auch nicht gesehen, aber die Aufstellung, dass er noch im Kölner Trikot, aber halt in der Dortmunder Mannschaft drin. Es war befremdlich. Ja. Aber ich hoffe einfach mal, dass die Eintracht absteigt und wir dann nächstes Jahr Randall Kolo Muani kaufen können von denen. Weil er keinen Vertrag für die zweite Liga hat. Ja. Das oder Alario würde ich auch tatsächlich nehmen. Also ja, nee, Alario nicht. Ne? Ich hätte lieber Kolo Muani. Ja. Also jetzt in diesem Baumgart-System, ne? Wenn wir bis dahin Baumgart 10-mal überworfen haben und da irgendwie, was weiß ich, Franco Foda auf der Bank sitzt, dann sieht die Welt wieder anders aus. Ja. Ja, aber tatsächlich, also ich glaube halt auch, dass der Anspruch an Eintracht Frankfurt nicht mehr nach dem Sieg der Euroleague nicht mehr, also du merkst, dass der Anspruch einfach ein ganz anderer an diese Mannschaft ist. Und ich kann mir vorstellen, dass da auch vielleicht man ja nochmal aktiv wird. Du meinst die Frankfurter jetzt? Oder? Ja,
Ja. Die werden aber was tun. Das wird alles für Samstag, glaube ich, zu kurzfristig sein. Für Sonntag, um da schon Einsatz von Anfang an zu bekommen. Weil der Neue müsste ja quasi jetzt verkündet werden, um dann noch eintrainiert zu werden. Ne? Ja. Aber ich finde, die haben auch eine geile Mannschaft. Ne? Also so ein So hätte ich super gerne bei uns. Der könnte unser Mittelfeld nochmal bereichern, gerade wenn es Skiri gehen sollte. Ich finde zum Beispiel Kamada an guten Tagen ganz geil, an schlechten kann der auch mal richtig abtauchen. Knauf, Alidou finde ich auch so ganz spannende Außenbahnspieler. Gut, die linke Seite von denen, ne? Christoph Lenz, nicht André Lenz, wie ich gerade gesagt habe, das war der Torwart. Ist jetzt vielleicht nicht so der da dauerhaft Stamm spielen wird. Aber zum Beispiel Götze finde ich ja total overrated. Also ich weiß natürlich, dass das der große Shootingstar von der WM war, 2014, das war auch schon wieder 8 Jahre her. Ich kann mir halt gut vorstellen, dass Mario Götze von unserem Mittelfeld einfach aufgefressen wird. Das sind so Sätze, die hauen sie mir um die Ohren, wenn der 3 Tore schießt. Ich weiß. Ja, ich wollte gerade sagen, also ja. Das ist, ja, aber ich halte den für overrated. Es ist so ein, der ist nicht schlecht, der hat Skills, der kann natürlich 10-mal mehr als wahrscheinlich jeder Spieler vom FC, theoretisch. Aber der hat einfach immer diese Phlegma. Und ich glaube, in Frankfurt, ja, in der Mannschaft von Frankfurt, ist das Letzte, was du haben darfst, so ein Phlegma. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich finde auch, dass Götze immer dann sehr gut ausgesehen hat, wenn er neben unfassbar guten Leuten gespielt hat und es lief. Das ist so ein Flower, der float dann mit, der übertrifft, also der übertrifft sich dann vielleicht auch, aber ja. Also. Ja, ich meine, der ist jetzt 111 Kilometer gelaufen. Das sind ja schon Skiri-Werte. Ne? Das ist ja, wie sagt Rummenigge immer, à la Bonheur. Ne? Aber zum Beispiel Zweikampfquote 29%. Ja, Halleluja. Ja. Ja. Und ich tatsächlich in der Frankfurter Abwehr, ich weiß nicht, wer es gerade geschrieben hat, Mumpfel 77, die Frage ist doch, welcher Frankfurter bekommt in der ersten Halbzeit rot? Tatsächlich ein Sika, Tuta oder Touré sind für so ein Ding hundertprozentig möglich. Immer, ne? Also ne, einmal zu spät kommen. Einmal zu spät kommen und dann von hinten weggesenzt. Also ich weiß nicht, ob es bei Wettanbietern aktuell die Möglichkeit so gibt, rote Karte Frankfurt. Da würde ich mal stabile 2 Euro drauf setzen. Ja. Ich kann mir das gut vorstellen, dass das passieren könnte. Aber die Frage ist ja auch, also spielt Eintracht, Champions League startet später, ne? Ja, leider, weil wir diese Quali-Runde erst spielen, ja, beginnen ja, die ja, noch ja, nicht. Ja. 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 Ja, also tatsächlich. Ich habe übrigens gerade schief geschaut, der ist gar nicht 11 Kilometer gelaufen, der gute Herr Götze. Der ist 8 Kilometer gelaufen. Wann wurde er ausgewechselt? 69 oder so Minuten? Oh, ist gar nicht so schlecht. Wo ist er denn? Wann wurde er denn gewechselt? Ja, 66, genau. Ja, ja, wie gesagt, ich finde, die sind noch nicht in diesem unfassbaren Euroleague-Flow. Auch da muss man sagen, die Bundesliga-Saison ist ja letztes Jahr bei denen auch ja nicht richtig gut verlaufen. Auch da gab es ja mehr Dellen als alles andere. Und ja. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass vielleicht der Druck jetzt auch einfach ein ganz anderer ist, ne? Ja, und also der FCHH schreibt, dass Frankfurt ja Luca Pellegrini ausgeliehen habe als Kostic-Ersatz. Das ist aber auch kein Kostic, ne? Das ist ein italienischer Linksverteidiger. Der ist natürlich super als Linksverteidiger. Der ist halt italienisch ausgebildet, also taktisch diszipliniert, zweikampfstark und so. Aber das ist halt keiner, der deine gegnerische Viererkette auseinanderreißen kann mit seinen tiefen Läufen in der Offensive. Dafür ist er einfach nicht der richtige Spielertyp. Das ist halt so ein Skillset, was nur Götze kann. Und Pellegrini wurde natürlich klassisch in der Viererkette ausgebildet. Der kann jetzt, glaube ich, nicht zwingend dieses Fünferkettensystem von Frankfurt auf Anhieb umsetzen. Deswegen sehe ich in dem halt eher einen Spieler dafür, wenn die auf Viererkette zurückgehen wollten, jetzt ohne Kostic.
aber weniger den Kostic-Ersatz in einer Dreier-Fünfer-Ketten-Kombination. Ja, vor allem muss man auch sagen, so lange ist der auch noch nicht da. Nee, und der hat auch noch nie ein Serie A-Tor erzielt. Also gut, wie alt ist der jetzt? 23? Hey, hör auf, beschrei es doch nicht. Ich habe gesagt Serie A, nicht Bundesliga. Ja, aber ne? Wir wissen doch, was jetzt passiert. Nein, aber überleg mal, wie torgefährlich Philipp Kostic war im Vergleich dazu. Ja, das stimmt schon. Also selbst wenn der Typ da jetzt ein Tor gegen uns macht, habe ich es halt gejinxt. Vorlagen ist halt stark drin. 10 Vorlagen in 69 Spielen in der Serie A, super. Das sind ja so David-Raum-Werte wahrscheinlich. Aber ja, dann muss er halt in der Mitte verteidigen. Ich glaube aber nicht, dass der jetzt wirklich so als Kostic-Ersatz eingeplant ist, sondern eher als weitere Variabilität in deren System. Ja, ich glaube, Kostic ist halt ein unfassbar guter Kicker. Und ich glaube, da geht tatsächlich denen ja auch richtig was ab. Also das wird richtig wehtun. Ja. Ja, ich bin gespannt. Also unsere Frage wird ja eh sein, ja, Reich schreibt schon wieder, safe Doppelpack Pellegrini. Nein. Ja, der Doppelpack macht Mario Götze. Den macht Mario Götze, nachdem er Skiri und Ljubicic vernascht hat nacheinander. Ja. Ich hab's, hier haben sie es zuerst gehört, ich hab's gejinxt, meine Schuld. Nee, aber unsere einzige Herausforderung wird sein, ob wir dann diese erste Doppelbelastung annehmen können. Also nach dem hoffentlich Highlight-Spiel gegen Fehervar, dann gegen Eintracht wieder, da wird dann Rotation passieren, da gehe ich fest von aus, dass da nicht die gleichen 11 spielen werden wie gegen die Ungarn. Davon kann man ausgehen, ja. Da musst du rotieren, da hast du auch den Kader jetzt. Dann kommt halt wirklich mal ein Mainer von Anfang an oder vielleicht nochmal ein Chabot rein oder irgendwas, keine Ahnung. Ja, whatever, ne? Lempel ist doch Frankfurter oder ist der Offenbacher? Kam ja nicht irgendwo aus der Ecke? Ich meine, Tim Lempel ist in Frankfurt geboren. Ja, ne? Ja, Frankfurt, ja. Chabot ja auch, Chabot. Ja. Chabot. Ja. Ja. Vielleicht kommt das so ein bisschen zum Tragen, dass man denen das Spiel gibt. Chabot durfte auch gegen Mailand spielen, weil er ja in Italien viel gespielt hat. Dass es vielleicht so Überlegungen sind, keine Ahnung. Aber ich denke, das Spiel wird zeigen, ob du halt einen breit genug Kader hast, um diese Rotation anzunehmen. So ein erster Hinweis quasi darauf geben. Ja, oder ob du vielleicht doch mal überlegen musst, hier und da ein bisschen was zu tun. Ja, wird tatsächlich sehr, sehr spannend sein, wie dann sich der Kader dann fürs erste Spiel nach der Europa League aufstellt. Und wie gesagt, ich glaube halt auch, dass das möglich ist. Also ich meine, klar, du wirst rotieren, vielleicht wird dann auch ein Schindler spielen, ein Damian, also du hast Duda, darf man auch nicht vergessen. Und wie gesagt, ich glaube, da ist unser Kader tatsächlich schon groß genug für, dass du es halt hinkriegen kannst. Und ich bin da tatsächlich frohen Mutes. Ich glaube auch, wenn du das Spiel gegen Fehervar richtig gut bestreitest, wird das ja dem Team auch nochmal einen Push geben. Genau. Das darf man alles nicht vergessen. Also ich meine, wir haben alle gesagt, letztes Jahr alle Spieler, die jetzt noch da sind, und das sind ja, ich sag mal, sehr, sehr viele, die haben jetzt die Möglichkeit, die letzte Saison richtig zu vergolden. Weil es ist schön, dass wir jetzt 2 Spiele haben. Aber ich glaube auch, dass die Spieler sich ja nicht mit 2 Spielen zufrieden geben. Ich hoffe es. Und dass alle heiß genug sind. Und ich glaube auch Steffen Baumgart, ich glaube nicht, dass der wird das nehmen und für die Motivation nutzen. Der wird sagen, so Leute, darauf habt ihr letzte Saison hingearbeitet. Jetzt belohnt euch selber mit einem guten Spiel und sorgt dafür, dass wir weiterkommen. Genau. Und, Man kann ja auch mal sagen, ich möchte die Schmach gegen Regensburg so ein bisschen wettmachen. Im wichtigeren der beiden Pokalwettbewerbe. Ja, das soll man dann bitte tun. Ja. Übrigens stimmt, Yazımat, es ist die Euro Conference League und nicht Euro League, ja. Ja. Ich tue mich mit dem Namen tatsächlich schwer. Wir nennen das ab jetzt UECL. Das kommt einfach. In der UECL, genau, ja. UECL. Ja. Gibt übrigens eine Hymne, habe ich gerade gegoogelt. Sonst hätte ich dem Mo gesagt, er soll einen schreiben. Das werde ich mir gleich anhören. Ja. Die läuft auf der Fahrt wahrscheinlich die ganze Zeit. Wahrscheinlich wird das so sein. Ja. Okay, dann haben wir noch, glaube ich, ein 3-3 zur Eintracht. Ja, genau. Da habe ich jetzt tatsächlich 3 Fragen. Ich finde, die sind sogar alle lösbar. Ja.
Du darfst, jetzt entscheiden, ob du mit Frage 1, mit Frage 2 oder mit Frage 3 starten möchtest. Sind die irgendwie nach Schwierigkeit sortiert oder? Nee, einfach random. Dann machen wir 2. Da geht es um die Stadionkapazität des Stadions, in dem Eintracht Frankfurt spielt. Also A, hätte ich tatsächlich den offiziellen Stadionnamen nicht gewusst. Den weiß ich, Deutsche Postbank Arena. Deutsche Stimmt Bank das? Park. Scheiße, aber gut, nah genug dran, finde ich. Deutsche Bank Park. Also tatsächlich, ja, Bank Park ist klingt ein bisschen hölzern. Deutsche Parkbank. Ja, also tatsächlich. Und Deutsche jetzt Bank mal, also die Antwortmöglichkeiten, weißt du es auf Anhieb? Ich habe eine Vermutung, aber ich sag's erstmal nicht. 55.000, 52.500 oder 51.500? Ja, okay, das ist alles sehr nah beieinander. Aber ich hatte gedacht, so ganz knapp über 50 war so meine Intuition. Da sind natürlich jetzt zwei Antworten sehr nah dran. Was war die erste nochmal? 55, 52,5 und 51,5. Also ich weiß, dass die jetzt ausbauen wollen irgendwie. Ja. Also das weiß zum jetzigen Stand, ja, klar, also klar. Nicht perspektivischer Ausbau natürlich. Nee, das ist mir schon klar. Die wollen die, glaube ich, ausbauen, dann hätten die wahrscheinlich, ich meine, 60.000 wäre der nächste Schritt für die. Dann müssen sie jetzt ja ein bisschen weiter davon weg sein, von den 60, damit sich das lohnt. Ja, meine Intuition war knapp über 50, dann war, glaube ich, 51 das nächste daran. Dann nehme ich diese Antwort mit den 51.000 und ein paar zerquetschen. Ne? Das ist richtig, 51.500. Jawohl. Hoffentlich nie wirklich zerquetscht. Fußballpolitik in seinen Worten sein, ne? Mit Heisel und so. Also, ja. Schlechte Wortwahl, Dennis. Hast du schlecht gemacht. Gibt bestimmt gleich wieder eine Rüge im Chat dafür. Ja, kein Ausbau. Hier wird geschrieben, kein Ausbau. Warum nicht? Ich dachte, es gäbe einen Ausbau von dem Stadion. Habe ich auch gehört, dass die zumindest anstreben. Ja. Nur Stehplätze anstatt Sitzplätze. Okay. Na, von mir aus. Gut. Ja. Dann ist tatsächlich eine Frage, Frankfurt kauft ja auch gerne mal gar nicht so günstig ein. Mhm. Wer ist denn der Stand jetzt teuerste Transfer von Eintracht Frankfurt? Ich sag dir drei Namen. Ja. Der erste wäre Djibril Sow, Sebastian Haller oder Luka Jovic. Mhm. Okay, ich glaube Jovic nicht. Weil ich glaube, als der kam, war der noch nicht so Fame. Den haben die, glaube ich, erst Fame gemacht. Und als er wiederkam, war er nur ausgeliehen von Madrid beim zweiten Mal. Deswegen glaube ich, dass der nicht so viel Geld generiert haben wird. Haller. Es geht um die Ablöse, die Frankfurt gezahlt hat, ne? Ja, weiß ich. Ich sage, ich glaube, der kam zu dem, bevor der viel Geld gekostet hat. Und dann nochmal als Laie. Deswegen glaube ich nicht, dass Frankfurt für den viel Geld bezahlt haben wird, sondern eher nur viel bekommen haben wird. Also den würde ich ausschließen, aber gut. So war schon recht teuer, weil der hatte die erste Saison nicht funktioniert bei denen und dann wurde er immer an seinem Gehalt quasi gemessen, sozusagen. Ne? Und der andere war Alea, ne? Ja. Gut, dann würde ich mal sagen, dass Stürmer ein bisschen teurer sind als Mittelfeldspieler. Ich sag Alea. Nein, Luka Jovic. Echt? Okay. Von wo kam denn, dass er so teuer war? Kroatien? Nee, der kam von Benfica Lissabon. Echt? Okay. Wie viel hat der gekostet? Das Problem war, ja, pass auf, das Problem ist nämlich, der war zuerst an Frankfurt ausgeliehen und dann hat Frankfurt ihn fest verpflichtet. Ah, das heißt, die haben ihn quasi dreimal. Jovic war zuerst an Frankfurt ausgeliehen für 20.000 Euro. Dann ist er zu Benfica Lissabon 18/19 zurückgekehrt und dann für ungefähr 22 Millionen Euro, also irgendwas zwischen 20 und 22 Millionen Euro verpflichtet worden. Okay. Das war das Ding, dass die gesagt haben, so, den wollen wir unbedingt wieder zurückhaben. Und ist dann, wie bekanntermaßen, für ungefähr 60 Millionen Euro nach Madrid gegangen. Guter Deal, muss man ihn lassen. Also Bobic war damals noch richtig gut, was so Kaufen und Verkaufen anging. Ja, hat dabei Hertha scheinbar alles verlernt. Genau. Also zur Einordnung, Sebastian Haller hat ungefähr 12 gekostet und Djibril Sow 10. Ja, okay. Ja, cool. Spielt jetzt bei Florenz, ne, der Jovic. Genau, ja. Ich sehe gerade Vertrag bis 2024. Würde ich jetzt schon mal Kontakt zu aufnehmen, lieber Luca.
In Köln kann man ganz, ganz lecker Bier trinken. Kann man wunderbar das Leben genießen. Ja, der sieht ja, finde ich, immer so ein bisschen so aus wie der so ein bisschen kantigere Bruder von Jojic. Ja, stimmt. Ja, er ja, hat ein bisschen was davon, ja. Ja. Okay, ich habe eine richtig, eine falsch bis jetzt. Dann habe ich Genau. jetzt was zu verlieren. Du hast richtig, ja, vor allem du darfst auch erstmal schon mal zahlen, das finde ich schon wieder sehr Ja, ich sympathisch. habe schon Euro eingetragen. Und die Frage wäre jetzt, wer die meisten Bundesliga-Tore für die Eintracht erzielt hat? Ist es Ja. A, Alex Meyer, Bernd Hölzenbein oder Charlie Körbel? Okay. Ja, Körbel. Ist leider falsch. Du. Dann Und Alex Körbel, Fußballgott? nein, Auch tatsächlich nicht. auch nicht. Es ist tatsächlich Bernd Hölzenbein. Ich müsste jetzt einmal googeln. Warte, Bernd Hölzenbein, Tore, Eintracht Frankfurt. Ist, also Charlie Körbel ist der Spieler mit den meisten Spielen für die Eintracht. Aber Charlie Körbel hat für die Eintracht 204 Tore geschossen. Und dann kommen noch Bernd. Bernd Hölzenbein, Bernd Hölzenbein, 204 Tore. Und dazwischen kämen sogar noch Bernd Nickel laut Transfermarkt.de, Genau, ne? Vor ihm und Alex Meyer. genau. Alex Meyer hat 137 Tore und davon 136 gegen den ersten FC Köln wahrscheinlich. So ungefähr, ja. Würde ich mal noch recherchieren, ob das nicht so war. Das wird wahrscheinlich so gewesen sein, ja. Ja. Und Charlie Körbel, tatsächlich seines Zeichens ja Innenverteidiger, hat zwar knapp 602 Spiele in der Bundesliga gemacht, aber nur 45, also in der Maschine nur 45 Tore. Was aber richtig viel ist für einen Für Innenverteidiger. den Innenverteidiger tatsächlich gar nicht schlecht, aber ja, tatsächlich, also das ist, ich meine, das ist ja schon geil. Also das sind ja diese Spieler, der ist halt irgendwann vom FC Dossenheim zur Eintracht gewechselt in der Saison 72-73. Und hat dann alle Spiele für seinen Verein gemacht. Das ist ja schon geil. Ja. Also ich finde es So tatsächlich sehr, Leute sehr gibt cool. es auch. Gibt auch welche, die nach einer guten Saison nach Dortmund wechseln. Ne? Ah, genau. Ja. Wo wir gerade am Hermut S. Bezahlen sind, Ja. nach einer guten Saison vor allen Dingen, ne? Ja. Wo wir gerade am Bezahlen sind, sollen wir schnell noch die Saisonwette hinterher schieben? Gerne. Können wir gerne machen. Das mal eben aufrufen hier. Saisonwette. Nach 2 Stunden kann man das mal machen, finde ich. So, Klassenerhalt Herren, ja, Also fehlen knapp. noch 36 Punkte. Klassenerhalt Frauen, fehlt noch der Beginn der Saison dafür. Beide zusammen. So. Einsatz aller 2000er Spieler, je 1 Euro. Martel Thielmann und Lemperle. 6 Euro dann. Nee, 3 Euro dann. 3 Euro, 3 Euro. Sind nur 1 Euro pro Person. Genau, Tore von nicht Modest. Da zählt natürlich auch ein Guardiol dazu. Zählt ein, ja, zählt dazu, ja. Doch, klar. Nicht Modest ist jeder, Ja, nicht der Modest. Tore für den FC erzielt. Also, was passiert denn, wenn Anthony Modest ein Eigentor schießt? Zählt das? Erst würde ich sehr feiern, ich würde es richtig feiern. Und Der zählt doppelt. wenn das passiert, knallt er zusammen da 100 Euro rein. Und wir gewinnen, dann knallen wir zusammen 100 Euro Das rein, wäre so ja. geil, wenn er nach 150. Ecke hochsteigt Ja, irgendwie und schönes so eigenes doof Tor trifft. versenkt. Ja, Ja, schön an Kobel vorbei. Körbel guckt noch doof, Kobel guckt noch doof aus der Wäsche, macht den Telemark und die Timo-Handgeste. Und Sally hat die Vorlage gegeben, so wie der Simakan. Nee, Salih Özcan schenkt die Ecke her. Ja, oder holt sich die Ecke durch einen Foul, wo er noch rot für sieht oder sowas. Ja, irgendwas, Und ja. natürlich keinen Spieler verletzt hat von uns. So, 10 Euro für das Bestehende durch die Playoffs durchzukommen. Auch das sehen wir noch nicht. Pokalrunde können wir schon mal streichen. Da kommt, ach nee, wir haben ja auch gesagt, da gilt ja auch die ECF, Genau, UECL. zählt auch die Genau, UCL. schreibt man dahinter eben, dass ich es noch weiß beim Ja. nächsten Mal. Und 100 Euro von einem gewissen FCHH, wenn Sebastian Andersson unser bester Torschütze wird. Na, ich meine, gut, bis jetzt reichen doch, glaube ich, 2 Tore, um Bester zu werden. Also, gib Jas, Sebastian. Das ist, ja. Da sind doch angeblich die Brøndbyaner immer noch dran, ne?
Ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht da auch einfach ein bisschen um Knete geht, ne? Also ich könnte mir vorstellen, je weiter es Richtung Ende der Transferperiode geht, desto eher kommt vielleicht da irgendwann die Idee, oh Mensch, jetzt geben wir den aber, jetzt will Anderson vielleicht doch, oder ich meine, man weiß ja auch nicht, woran es gescheitert ist in letzter Instanz, ne? Also wenn die noch interessiert sind, kann es ja eigentlich nicht der Medizincheck gewesen sein. Nee, er ist ja nicht durch Medizincheck gefunden. Man hat sich ja nicht einigen können. Ja gut, das wurde ja immer wieder gerüchtet hier, ne, in Köln, dass es doch der Medizincheck war, aber man das nur gesagt hat, damit er gesicht wahren und seinen Marktwert nicht versenkt. Aber. Aber wenn die noch dran sind, dann ist es nicht die Verletzung, das glaube ich nicht. Können Sie gerne haben. Ja, von mir aus, also ich wäre auch behilflich beim Transport. Das musst du dir mal vorstellen. Da zieht einer an dir vorbei, der vorher vierte Liga gespielt hat. Der ist jetzt noch Stürmer Nummer 6, ne? Hinter Lämperle, Ja. Dietz. Ja. Ja. Gut Und ist vor was allen Dingen, anderes. ja, und vor allen Dingen, du bist ja eigentlich so letztes Jahr der Go-To-Guy, wenn Modest halt nicht kann. Dann verlässt eben jener Anthony Modest, den du nicht mehr kennst, den Verein. Und du bist Stürmer Nummer 6. Das ist Ja. auch absurd irgendwie. Wahnsinn. Ja, ich bin echt gespannt, wenn er noch da sein sollte am 1.9., wie wir mit dem umgehen. Ob wir ihn echt auf die Bank setzen. Tribüne oder bei dir nochmal als vollwertiges Kadermitglied sehen werden. Dann, wenn er bleibt. Wenn, ich sage jetzt mal vorsichtig, wenn Sebastian Anderson bleibt und fit ist, warum nicht? Ich sehe da nur nicht, also ich sehe nur nicht, wie er Stand jetzt an den, an Dietz und Konsorten vorbeikommen soll. Weil, Ja, die wir laufen werden halt, ne? sehen. Die Ja, laufen genau. halt Also, einfach wie die Hasen. ja. Die treffen vielleicht das Tor ein bisschen seltener, als er das tun würde mit seinem guten Kopfballspiel. Aber der läuft halt einfach nicht so hart und aggressiv an, wie das die jungen Hüpfer da tun. Ist Das ist halt das Baumgart-Ding. tatsächlich auch eine spannende Personalie, wie das weitergeht und ob Sebastian Anderson sich dann hier auf die Bank setzt und sagt, ich verdiene hier gut, ich Ja. setze hier meinen Vertrag aus. Hat er noch ein oder 2 Jahre? Das wäre jetzt auch meine Überlegung gewesen. Ich werde das jetzt mal recherchieren. Meine, er hat noch. Ich meine, er hat noch 2 Jahre Vertrag. Würde ich bei Horst Held jetzt nicht überraschen. Vertrag Ende 2023, Na also gut, okay. Ende der Saison ist für ihn auch Schluss bei Dann ist uns. es zumindest absehbar. Vielleicht ist auch so einer, wo du sagst, wir beißen in den sauren Apfel und lösen deinen Vertrag gegen Abfindung auf, sparen dafür das Gehalt Ja, dann das bist ist du ein ja, bisschen freier in das deinen ist, ich wollte Verhandlungen. sagen, das ist ja so ein bisschen so eine, wo haben wir das denn schon mal gemacht? Wo haben wir denn Bei schon mal? wem nicht? Bei wem nicht? Wir haben sie Ja. doch alle mit Ablöse gehen lassen, die ganzen Heldspieler. Ja, hier Also auch mit Abfindung meine ich. hieß der Verteidiger, Subic. Ja, so wie ich. Zum Beispiel, um nur einen zu nennen. Wir haben ja gefühlt damit auch jedem Ablöse gezahlt. Ja, Abfindung. einen warmen Geldregen beschert, das ist leider wahr. Ja, inklusive Jörg Schmadtke. Zustände wie beim RBB hier bei uns. Ja. So, gibt es aus unserem wertgeschätzten Twitch-Chat noch irgendwelche Fragen? Sonst würden wir jetzt das hier auch beenden. Ich kann auch ein bisschen Werbung machen. Ihr könnt abstimmen für den guten Jan-Uwe Thielmann. Da führt nämlich gerade eine italienische Sportwebseite Tutto Sport. Sport eine Umfrage durch nach dem Golden Boy, also dem besten Nachwuchsspieler wahrscheinlich. Ja, und da kann man abstimmen. Den Link stelle ich euch auf Twitter zur Verfügung. Und da kann man, wenn man ganz, ganz runterscrollt, bis zu der fünftletzten Auswahlmöglichkeit von unten. Dann kommt da auch ein gewisser Jan-Uwe Thielmann. Steht da wirklich genauso, Jan-Uwe Thielmann. Ist auch sein Name. Ist ja auch sein Name, genau. Da Also. steht bei jedem halt immer der volle Name, ne, mit allen zweiten, dritten, vierten Namen. Joa, da kann man abstimmen für ihn. Der ist, glaube ich, gerade auf Platz 3 oder 4, weil wir natürlich eine große Fanbase haben, die sich sehr stark für sowas motivieren lassen kann. Er muss halt einen gewissen Camavinga von Real Madrid überflügeln. Aber ich glaube, den Madristern ist das egaler als uns. Insofern geht da noch was. Also tatsächlich, wenn du siehst, dass Karim Adeyemi von Dortmund gerade 4, also 0,1%, also 24 Votes,
Kamavinga, ja, 8.231 Votes. Ja, hat er den Vorteil, in der Champions League schon mal einen Assist gegeben zu haben. Ja, genau. Ja. Und dann viele Spieler mit 8-4 Bewertungen. Jamal Musiala auch gar nicht so unbekannter. 10,7%. Jetzt kommen wir weiter nach unten. Und Jan-Uwe Thiemann 10,9%. Ja. Also liegt Thiemann auf Rang 2, 3? Man kann es halt ja nicht sortieren nach abgegebenen Stimmen. Das ist ein bisschen nervig. Ne? Also neben Kamavinga auf Rang 2. Ja, Musiala hat 10,7. Und 10,9 hat Thiemann. 9, okay. Ja, dann ist er vor Musiala. So gehört sich das. Mhm. Aber also trotz meines Bayern-Hates, der Musiala ist schon ein geiler Kicker, muss man leider sagen. Ja, das ist schon jetzt nicht so schlecht. Das ist schon richtig. Und mir auch. Ich finde auch cool, dass der sich halt nicht hinfallen lässt, wenn der Kontakt kommt, sondern weiterspielt und einfach ein Tor erzielt. Das ist die größere Strafe für eine Mannschaft, als wenn du dann einen Freistoß hergibst. Ja. Ich glaube, bei Tuttospor ist das auch so, die Liste wird doch immer um dann x Spieler vermindert, ne? Also das geht ja so weiter, oder? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, schon. Ich weiß nur, man kann mehr als einmal da abstimmen. Also öfter mal vorbeischauen. Ah, okay, gerne mal vorbeischauen und Tipps für unseren Jan-Uwe Thiemann. Genau. Ja, dann würde ich vorschlagen, noch einen letzten Streifzug in den Twitch-Chat. Da verstehe ich gerade nicht, worum es geht. Sobi spielt in Südafrika. Okay. Ja, okay. Ja, gibt es jetzt auch Schlechteres, ne? Also. Ja. Aber Hidden Joker möchte gerne, dass wir noch tippen, den Donnerstag. Also, ich habe es ja gerne, wenn man das Spiel frühzeitig für sich entscheidet, damit ich, ehrlicherweise kann ich nicht trinken, weil ich mit dem Auto komme und dann wieder gegen den Ruhrpott verschwinde. Ich hätte gerne ein geschmeidiges 3-0 für den FC. Ja, wir haben ja gesagt, wir tippen und nicht, wir wünschen uns was. Also, ich tippe ein 3-0. Ja, ich sag 2-0 FC, da so ein bisschen Spannung im Rückspiel bleibt und auch die, die nach Ungarn fahren, noch so ein bisschen auch eine gute Elf geboten bekommen und dann nicht nur so die Jugendtruppe sehen. Wahrscheinlich sehen das auch okay, sind auch cool mit, aber ist ja immer schöner, wenn es noch ein bisschen mehr Anspannung gibt. Ich sag da 2-0, in Ungarn dann 1-0 und dann, also für den FC, und dann hat sich die Sache erledigt. Ja, ich glaube, würden wir alle nehmen. Ja, hier wird es ganz optimistisch, hier wird 3-0, 4-1, 4-0, also sehr gut. Ja, wie gesagt, ich bin halt tatsächlich, ich kann das noch gar nicht so einschätzen, wie gut die tatsächlich sind. Wahrscheinlich deutlich weniger, als wir sie jetzt im Kopf immer machen, weil wir Angst einfach haben, dass wir da ausscheiden. Aber, naja, mit Regensburg werden die auch schon mithalten können. Insofern, schauen wir. Ja. Ja, ich bin ja ein opportunistischer Pessimist. Deswegen habe ich natürlich die Quote auf der Herber mitgenommen, um dann zumindest da meine Karte refinanziert zu haben, wenn es schief geht. Wie liegt die? 12, irgendwas. Okay. Ja, und wenn du Head-to-Head machst, dann 8, irgendwas. Krass. Also bei Unentschieden gäbe es dann Geld zurück. Das heißt Head-to-Head. Ja, du kennst das aber, vielleicht nicht jeder. Ja, vielleicht nimmt man das mal mit. Genau. Apropos Geld, wenn euch gefällt, was ihr hier hört, gibt es eine Möglichkeit, uns zu unterstützen, damit wir weiterhin so tolle Gäste wie heute mit ganz viel Geld an Land ziehen können. Wir machen das hier alle ehrenamtlich und freiwillig. Es hat noch nie irgendein Gast auch nur einen Cent verlangt von uns. Also insofern riesengroßen Dank auch an den Mo, der gerade da war. Genau. Auch wenn er jetzt schon leider früher weg musste, aber der hatte halt so ein busy Rockstar-Life, da kann man nichts machen. Ja, aber wenn ihr es unterstützen wollt, dann geht doch mal auf www.trotzdemhier.de/spenden und überlegt mal, ob ihr 1-2 Euro in den Klingelbeutel werfen wollt. Kommt alles hier in den Podcast rein. Also es gilt nicht dazu, uns Bier beim Heimspiel zu kaufen oder so, sondern wirklich nur um laufende Kosten wie den Server, goldene Schiebermützen, ja, die Domain und so weiter, um das zu bezahlen. Das sind ein paar Euro im Monat und ist ja immer ganz nice, wenn man halt nichts draufzahlen muss, sondern zumindest hier so einen Kosten-Nutzen Break-Even-Point erreicht.
Genau. Also vielen Dank an alle, die das schon gemacht haben. Auch da gibt es ja welche, die schon diese Saison wieder ordentlich gespendet haben. Wir kriegen noch immer pro Punkt 1 Euro von einem User. Auch an denen ganz, ganz herzlichen Dank. Ich weiß nicht, ob ich den Namen nennen darf, deswegen tue ich es lieber nicht. Aber herzlichen Dank und alle, die noch Spender werden wollen, bitte überlegt mal, ob ihr da Zeit und Kapazität habt. www.trotzdemhier.de/spenden. Genau. Und wenn wir schon beim Housekeeping sind, wenn ihr auch gerne mal Gast sein möchtet und mit uns über den FC sprechen möchtet, scheut nicht, uns zu kontaktieren. Entweder mich per Twitter anschreiben oder eine Mail an info@trotzdemhier.de schicken und dann nehmen wir Kontakt mit euch auf und ja, machen alles weitere. Genau. Bitte schreibt wirklich dem Ruhrpott-Hennes oder dem offiziellen Twitter-Account. Genau. Schreibt nicht mir, weil ich sage euch nichts anderes, außer bitte schreibt dem Ruhrpott-Hennes oder dem offiziellen Twitter. Ja. Ich habe mit den Gästen nichts zu tun, mit der Gästefindung und der Reihenfolge und so. Das macht alles der Marco. Ich bin nur für den technischen Teil hier zuständig. Also habe ich alles outgesourced an günstige Fachkräfte aus Hattingen. Ja, genau. An die Fachsklaven sozusagen. Ja, im Ruhrpott gibt es ja noch günstige Arbeitskräfte. Ja. Genau. Ja, also ich kann euch da leider nicht weiterhelfen. Ich habe das komplett in fremde Hände gegeben. Ja, so sieht's aus. Gut, dann haben wir die Folge 181 hier rund gemacht. Marco, ich bedanke mich bei dir für deine Zeit. Immer gerne. Und nochmal herzliches Dank und kleinen Shoutout an Mo Torres. Wenn ihr es noch nicht tut, dann hört euch mal seine Musik auf Spotify an. Sein Album ging jetzt auf Platz, das darf ich nicht lügen, ich glaube 4 der Charts ein. Oder 5, also ganz hoch, super hoch, mega krass. Und ja, wir können sagen, we knew him before he got famous. Also insofern, geil, seid ihr alles gegönnt. Ich finde die Musik auch super, meine ich ganz ehrlich. Er ist ja nicht mehr hier, also wenn ich es nicht meinen würde, müsste ich es jetzt auch nicht sagen. Aber ich höre das sehr gerne, ich finde es geil. Noch geiler ist, wenn es ein FC-Fan ist, der auch noch Ahnung vom FC hat und da richtig mitdiskutieren kann und so. Mega, also ja, hört mal bei Spotify oder noch besser auf Kauf als Kaufmedium in die Musik rein. So sieht es aus. Nicht, dass der uns bräuchte, um sich bekannter zu machen. Eher andersrum. Gut, alles klar. Bleibt uns gewogen. Macht Idiot. Marco, du bist der Ruhrpott-Hennes. Ich bin der KY-Lennep. Und wir sind trotzdem hier.